So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder live bei Brettgeschichten. Heute mit einem ganz spannenden Thema. Ich möchte über die deutsche Verlagswelt reden. Dazu habe ich mir natürlich einen echten Kenner ausgesucht, der zum Glück Zeit hatte. Da gehen wir gleich drauf ein. Vorher noch, ich bin natürlich immer auf der Suche nach spannenden Themen. Also, wer Ideen hat, über was ich reden könnte und vor allem mit wem, macht gerne Vorschläge. Schreibt mir das, ja, in die Kommentare, per Mail oder sonst wie. Ansonsten, wie immer, Chat hoffentlich ist wach dabei, weil wir haben zwar Themen ohne Ende, aber ich mache das extra als Livestream mit Chat, damit ihr halt auch immer direkt Fragen stellen könnt. Das heißt, ich versuche immer, so gut es geht, die Sachen mit aufzunehmen und dann auch direkt weiterzuleiten. Sorry, wenn es nicht immer so klappt. Ja, ist halt manchmal schwierig, ne? So, wen habe ich dabei? Den, Achtung, blab, 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 blab. Zack, den lieben Matthias Notch. Ist fast richtig, ich weiß. Fast, Fast fast, ist richtig. okay. Wir haben es eben geübt, ich kann es nicht. Von Frosted Games und ganz neu Deep Print Games. So. Ich neige ja dazu, Leute, die so im Chat dabei sind, nicht immer so ganz abzuholen. Letztes Mal gab es ja echt Leute, die Brettspielangebote nicht kannten. Deswegen mal ganz, ganz grob, lieber Matthias, ich weiß, du hast eine ganz lange Historie, was die Brettspielwelt angeht in Deutschland. Wo fangen wir denn mit dir an? Also, wie ging das los? Welche Station hast du gemacht? Und dann reden wir natürlich auch kurz, was da jetzt vor kurzem passiert ist. Das Mega-Ding, Deep Print Games. Was geht da Ah, ab? boah, mal gucken. Ja, wenn es dann was wird. Ja, also wenn ich versuche, meine Brettspielhistorie anzuschreiben, dann würde ich immer da anfangen, wo ich das erste Mal beruflich damit in Konflikt Ja. kam. Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da hatten meine Frau und ich nämlich ein schönes Spiel gespielt von Schmidt Spiele. Das hieß Colorado County. Das kann man sich daran merken, die Pöppel sahen aus wie Ampelmännchen. Und wir hatten dann einen dreiseitigen Brief an den Verlag geschrieben und hatten gesagt, so das und das und das und das und das und das und das geht alles nicht. Und wir dachten uns so, ja, das ist halt so, wie man das so macht. Man schreibt einen schönen Brief und dann landet, sagen sie, ach ja, schön, irgendwelche Besserwisser schmeißen in die Tonne. Das war aber nicht so. Dadurch, dass wir natürlich hier in Berlin sitzen und auch Schmidt-Spiele hier in Berlin sitzen, haben die halt so reagiert, gesagt haben, ach, kommt doch mal vorbei. Und dann bin ich mit meiner Frau vorbeigegangen, haben wir eine Rückführung bekommen. Und dann hieß es so, naja, dann helft uns doch mal einfach bessere Anleitungen auch zu machen und so. Da haben wir ein bisschen was gemacht. Und dann ein bisschen später, ich habe dann irgendwie während meines Studiums, musste ich ein Praktikum machen zum Thema Arbeitsplatzgestaltung. Ich habe Informatik studiert mit Nebenfach Arbeitspsychologie. Und in diesem Praktikum hieß es dann, habe ich dann halt bei Schmidt Spiele nachgefragt, hättet ihr was dagegen, wenn ich genau dieses Praktikum dann bei euch mache? Und das war dann kein Problem und das habe ich dann gemacht und habe dann irgendwo für mich entschieden, so eigentlich Spielewelt interessiert mich viel mehr als alles, was ich im Studium irgendwie gemacht habe. Und habe dann also angefangen, mich auch immer mehr da reinzuwuchsen. Habe dann 2004 aufgrund der Tatsache, dass ich seit 95 auch ganz viele Magic-Turniere veranstaltet habe, Kontakt auch bekommen zu Wizard of the Coast. Und ganz viele Leute sind 2004, 2000 drei von Wizard of the Coast zu Upper Deck rübergegangen, weil die einfach mal die Rechte für Yu-Gi-Oh! Gekauft haben und ganz viel Personal dafür eingezogen haben. Und in dem Zusammenhang haben sie auch mich gefragt, ob ich nicht jemanden kenne, der für die irgendwie helfen will, fürs deutsche Büro. Und meinte so, wie sieht's denn mit mir aus? Zack, hatte ich den Job. Und dann habe ich 6,5 Jahre lang Organized Play gemacht für Upper Deck. Und das war dann irgendwann mal vorbei. Dann habe ich weitergearbeitet für Cryptozoic, die aus ehemaligen Upper Deck-Mitarbeitern entstanden sind. Der ein oder andere kennt Cryptozoic vielleicht für irgendwelche Spiele, die sie gemacht haben. Und dann war das aber auch irgendwann vorbei, weil das WoW Trading Card Game wurde dann auch eingestellt wegen so einem Hearthstone oder so. Und dann habe ich für die halt geholfen, irgendwelche anderen Spiele noch, Verlage zu finden, zum Beispiel das Walking Dead bei Cosmos oder das Big Bang Partyspiel bei Pegasus oder das Herr der Ringe Deckbauspiel bei Asmodee, das ist alles irgendwie über meinen Kontakt gelaufen. Und dann habe ich halt irgendwie ein paar Leute kennengelernt, die wohnten hier um die Ecke, die sind aus Italien nach Berlin gezogen, das war dann What's Your Game. Und dann haben sie gesagt, hast du nicht Bock auch für uns zu arbeiten? Dann habe ich ein Jahr lang für die gearbeitet, sollte dort eigentlich Sales machen und ein bisschen Marketing, habe aber 90% der Zeit damit verbracht, irgendwie in der Redaktion auszuhelfen. Weil irgendwie, die haben einfach einen dritten Mann gebraucht. War halt so. Bin auch mit dran schuld, dass Madeira so ist, wie es ist und auch Canggu.
Und nach dem Jahr war aber dann auch alles gut. Und dann habe ich überlegt, so, naja, vielleicht bewerbe ich mich jetzt einfach bei anderen Verlagen, habe ganz viele Termine gemacht. Und dann kam das eine wie das andere. Und meine Frau sagte, denkst du noch dran, vielleicht Adventskalender für die Kinder zu kaufen? Und dann macht es bei mir Klick. Das war so eine spinnerige Idee, die meine Frau und ich vor vielen, 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 vielen Jahren, also irgendwann Mitte der 90er mal hatten. Und dann habe ich einfach mal alles zur Seite geschoben, hatte die Idee für einen Brettspiel-Adventskalender und habe dann die ganzen Meetings, statt mich zu bewerben, dafür genutzt zu sagen, hey, ich habe Lust, einen Verlag aufzumachen und diesen Adventskalender rauszubringen. Und die ganzen Verlage waren Feuer und Flamme, haben gesagt, klar, sind wir dabei. Mhm. Und ja, und seitdem bin ich Verlagsmensch, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das war jetzt die grobe Schnellzusammenfassung von knapp 20 Jahren. An welchem Punkt kam da Frosted Games? War das dein erster eigener Verlag, oder? Das ist mein erster eigener Verlag. Das war im Oktober 2014. Das war halt wirklich, ich hatte diese Idee. Ich hatte damals schon ein knappes Jahr lang einen Podcast gemacht mit zwei Freunden, die Bretterwisser. Hatte davor auch schon ein anderes Podcast-Projekt mit dem Guido Heinicke von der Jury. Der war damals noch nicht Jury, der war damals noch Tricktrack. Da hatten wir das Café Brettgeflüster. Da kann man auch noch in iTunes bestimmt die alten Folgen finden. Und da war so die Idee, so Adventskalender total toll und so, und ich konnte das alle mal nur anteasen, hab das dann aber wirklich konkret verfolgt, hab das Ding auch in die Tat umgesetzt, und dann kommen so Leute wie der Smooker von Klickenabend und hat gesagt so, naja, bist doch kein Verlag, wenn du kein Spiel machst, also habe ich gesagt so, ach komm, habt eh zu viel Zeit, hab mir noch ein Spiel ausgesucht, wo ich dachte so, das finde ich cool, das müsste man jemand auf Deutsch bringen, hab den Verlag angeschrieben, der so, ja, natürlich, mach es doch, und dann habe ich das Habo auf Deutsch gemacht von Tasty Minstrel. Ja, und dann folgte eins nach dem anderen und habe dann etliche andere Spiele gemacht jetzt seitdem, sage ich jetzt mal. Vor allem Lokalisierung bei Frosted Games, oder? Nicht nur, ja, ich meine, das erste war eine Lokalisierung. Wenn ich jetzt so gucke, dann ist natürlich der größere Teil Lokalisierungen. Das liegt aber auch daran, dass Lokalisierung einfach, sage ich jetzt mal, weniger Arbeit theoretisch machen. Praktisch gesehen machen sie natürlich trotzdem viel zu viel Arbeit, weil ich habe dann irgendwie 13 Tage in die Finger gekriegt und dachte mir so, boah, ist das genial, das würde ich gerne auf Deutsch bringen. Noch so in dem Gedanken so, als deutscher Verlag, das muss natürlich irgendein dämliches Fantasy-Thema draufpacken und ähnliche Sachen. Das haben aber weder die Autoren noch der Partnerverlag in den USA gesagt, dass das irgendwie eine Option ist, weil ich gesagt habe, ist halt so mit dem Thema. Aber ich wollte dann natürlich, dass trotzdem, ich wollte größere Karten haben. Welche Kartengröße ist die richtige? Ich wollte die Illustration ein bisschen mehr rausstechen lassen. Ich wollte dann noch Icons reinbringen. Ich dachte mir so, da sind so viele Sachen, was man machen kann. Aber eigentlich ist das für mich noch nicht zu Ende. Also als Redakteur sage ich mir, das kann besser aussehen. Das kann man schöner machen. Und ich hatte Glück, dass Ultra Pro so ein Verlag ist, der sagte so, ja, dann mach das doch einfach mal. Du kennst deinen Markt besser. Und ich habe das Gefühl, da lag ich auch überhaupt nicht verkehrt, weil wir hatten ja auch mehr als eine Auflage von 13 Tagen. Ja. Von da aus gesehen, das hat mich immer sehr, mit sehr viel Stolz erfüllt. Wie findet man den richtigen Punkt zu sagen, okay, jetzt wird es in den Druck geschickt? Weil ich denke, so ein Ding kann man auch endlos totschleifen, oder? Das ist eine ganz einfache Antwort. Den gibt es nicht. Irgendwann kommt die Deadline und dann heißt es so, und jetzt muss es fertig sein. Und dann ist es einfach fertig. Ansonsten könntest du mit einem Spiel noch Jahre dran sitzen und das nie fertig haben. So, was waren deine Highlights bei Frosted Games? Oder was ist eure Cash Cow? Da war eben so die Frage, glaube ich, auch in der Runde. Also, was sind die richtigen Renner bei euch? Also, der größte Erfolg, wenn ich jetzt so auf das gucke, was Auflage ist, war definitiv Watergate bis jetzt. Da haben wir gerade den vierten Print dran angestoßen. Da ist in Amerika tatsächlich eine schöne, ordentliche, fünfstellige Zahl auch schon durchgegangen. Da sehe ich auch noch, dass es eine ganze Weile sehr, sehr gut laufen wird. Da bin ich sehr, sehr happy. War definitiv ein Erfolg. Paper Tales war ein Erfolg. Raikold, ich sag mal so, das hat auch eine ordentliche Auflage gehabt. Würde ich aber jetzt nicht so als den großen Erfolg machen. Da habe ich auch viele Fehler gemacht. Da habe ich dann auch mich selber von verleiten lassen. Das muss halt zu dem Zeitpunkt fertig sein, statt zu sagen, was braucht das Spiel noch? Mache ich das jetzt richtig? Habe ich mir die richtigen Fragen gestellt? Aber Freund hat immer so schön formuliert, Menschen machen Fehler, wer viel arbeitet, macht viele Fehler, und es gibt Leute, die machen keine Fehler, und ich gehöre halt zu den Leuten, die lieber viel arbeiten. Mhm. Irgendwie ganz konkret, was meinst du, ist bei Raikold schiefgelaufen? Oder was sagst du bei dir, die Spiele, die da gefloppt sind, und warum sind die gefloppt?
Bei Reichhold würde ich sagen, ich habe das falsche Zielpublikum von außen angesprochen. Das ist etwas, was mir eigentlich hätte bewusst sein müssen. Wenn die Leute sehen, es steht Uwe Rosenberg drauf und es ist eine große Schachtel, dann erwarten sie ein großes Spiel von ihm. Sowas wie ein Fest für Odin oder ein Le Havre oder ähnliches. Aber was es ist, ist eigentlich ein Familienspiel plus ein leichtes Kennerspiel. Und hätte ich das jetzt, sage ich mal, in so eine kleinere Schachtel getan, sowas wie, sowas wie eine Isle of Sky Schachtel, dann hätten alle gesagt, okay, das ist ein kleines Spiel, das ist eine andere Zielgruppe, hätte ich einen anderen Preis für verlangen können. Da hätte sich keiner drüber aufgeregt, hätten gesagt, alles klar, das tut das, was es tun soll. Aber ich habe das halt für eine andere Zielgruppe entwickelt, als es dann eigentlich ist. Und das hat natürlich dann die falsche Zielgruppe, hat sich das angeguckt und hat gesagt, das ist ja gar nichts für mich. Und das würde ich jetzt mal so als den Fehler hinstellen. Ja. Wie wichtig sind Schachtelgrößen? Ich war sehr überrascht. Ich habe hier, weil ich dazu ein Regelvideo mache, halt auch Parks, was ja so ein 50-Euro-Spiel wird. Und die Packung ist recht klein. Und auch bei Schwerkraft, so die neuen Architekten und was weiß ich was, das sind alles teure Spiele, aber in mittlerweile kleineren Packungen. Früher war das ja so, Gott, wir müssen die Packung größer machen, damit es noch mehr aussieht. Hat sich da was verändert? Ja, da hat sich viel verändert. Also ich sag mal, das ist das Seehofer-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du den Seehofer noch kennst, ja, den Horst der ist daran schuld, der hatte damals unter Kohl als Gesundheitsminister die Zuzahlung in der Apotheke eingeführt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man gleich dahin kommt. Schachtelgröße. Ach so. Größere Schachtel heißt mehr Zuzahlung. Ah. Und das ist das, was bei vielen Leuten auch so intern drin ist. So, wenn ich eine Schachtel habe in der Größe, dann ist das der Preis. In der Größe ist der Preis, in der Größe ist der Preis. Und da hast du halt einfach so diese Problematik, so die Leute sind es gewohnt, ich kaufe eine kleine Schachtel, die kostet 10 Euro, ich kaufe eine mittlere, die kostet 30, ich kaufe eine große, die kostet 50. Das ändert sich jetzt langsam stückchenweise, auch dadurch, dass so ein bisschen die Japanalität auch rüberspringt. In Japan, da geht es nicht darum, was ist da drin oder wie groß ist die Schachtel. Die zahlen halt das, was da als Preis draufsteht. In Japan muss das Spiel in so kleiner Schachtel wie möglich sein, weil Leute da halt wenig Platz haben in ihren Wohnungen. Und ich finde das ehrlich gesagt, ich meine, wir kennen alle die Bilder von irgendwelchen Leuten, die da sagen, guckt mal hier, ich habe das neue Spiel, ich habe das Inlay rausgenommen und 90% ist Luft. Warum habe ich Luft gekauft? Und das kann ich nachvollziehen. Und deswegen, ich finde das gut, wenn dann sagen, naja, wir haben eine kleinere Schachtel, aber das heißt ja nicht, wir haben weniger Kosten für Illustration gehabt oder wir hatten weniger Kosten für dieses, jenes, sonstiges. Es ist ja trotzdem irgendwo Geld drin und das kostet dann trotzdem so viel. Und ich glaube, eine gewisse Zielgruppe, und das ist auch eine Zielgruppe, die jetzt der Schwerkraft oder der Feuerland problemlos bedienen können, ist dann auch bereit zu sagen, das bezahle ich, weil ich einfach ein gutes Spiel dafür kriege. Weil die gehen ja nicht in irgendein Geschäft und kaufen nur auf rein von Optik und Größe der Schachtel. Ne? Die informieren sich ja auch wahrscheinlich eher und wissen dann, okay, das sind Spiele, die ich sowieso haben will, wenn alle online bestellt. Die machen das ja nicht an der Schachtel fest, glaube ich, oder? Nee, also ich meine, wenn du online siehst, aha, cooles Spiel, kostet 50 Euro, du kaufst es einfach. Du bist vielleicht verwundert, wenn du es dann zu Hause hast, aber dann packst du es auf den Tisch und dann bist du begeistert und dann ist es dir auch egal. Preis mit Spielen. Dawn of the Sets, das habe ich ja auch von euch, das habt ihr lokalisiert, glaube ich. Ja. Das kostet ja, ich glaube, UVP 90 Euro und das ist dann erstmal so gar nicht so wenig. Wie kommt da der Preis zustande? Also grundsätzlich ist es so, dass der Preis sich natürlich, ich sag mal so, da ist eine Menge Daumenrechnung dabei, aber man kann es versuchen auch aufzusplitten. Bei Dawn of the Sets muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in der ersten Auflage kein Geld dran verdient. Das mag jetzt einem merkwürdig erscheinen, wenn man erstmal sagt, oh, du hast 1000 Stück verkauft für 89 UVP. Fakt ist, diese 89 sind natürlich mit Märchensteuer. Wenn ich die abziehe, weil die muss ich auch abführen, dann habe ich Übersetzungsarbeit gehabt. Das Ding hat 132 Seiten Anleitung, verteilt auf 5 Hefte, über 200 Karten. Da saß der Ben 15 Monate dran. Der hat fast nur an diesem einen Spiel gehängt. Wenn ich jetzt 15 Monatsgehälter da noch mit reinrechnen muss, dann bleibt da schon mal so und so viel weniger übrig. Dann habe ich Kosten für die Druckerei, die will ja trotzdem, Papier wird leider auch immer teurer, auch wenn wir sagen, ja, wir wollen mehr Nachhaltigkeit und es gibt auch Gebiete, wo Papier einfach rumliegt, wo Bäume, die ja extra für die Papierverwendung geforstet werden. Das heißt aber nicht, dass man da die Papierqualität rauskriegt, die dann die Leute haben wollen, weil die beschweren sich ja auch immer, das muss mehr Gramm haben, das muss dieses haben. Dann ist es so, dass ich bei Dawn of the Sets auch nicht sagen könnte, komm, ich gehe jetzt hier zu Ludofag oder Altenburger oder NSF oder Treffel oder irgendwas in Europa. Nein, der amerikanische Lizenzgeber hat mich gezwungen, bei seiner Druckerei zu drucken, damit sichergestellt ist, dass die Spiele auch kompatibel sind und dass er das irgendwie in einem Gesamtlauf machen musste. Dann musste ich natürlich Lizenzgebühren bezahlen, der Autor will auch ein bisschen was dran verdienen. Dann ist es so, dass wenn du in China was machst, dann hast du auch noch Kosten für den Transport. Wenn ich das bei Ludo mache, dann ist es in Deutschland.
Jetzt muss ich also auch nochmal irgendwie so eine vierstellige Zahl in die Hand nehmen, um das Ganze nach Deutschland zu schippern. Und ehe du dich versiehst, bist du bei einem Preis, wo du sagst so, wenn ich jetzt daran auch noch irgendwas verdienen will, also ich hätte eigentlich aufgrund der ganzen Arbeit, die drinsteckt, Dawn of the Dead sogar noch teurer verkaufen müssen. Umso froher bin ich, dass es halt also ausverkauft ist, ich eine zweite Auflage machen kann und an der jetzt vielleicht tatsächlich anfange, Geld zu verdienen. Jetzt hast du gesagt, China, ich dachte immer China, da kannst du billiger machen. Es dauert halt dann einfach länger und manchmal so mit Qualität und alles sowas. Ja. Es klang es eben so, oh, Deutschland wäre eigentlich cooler, weil es direkt um die Ecke. War Deutschland nicht, drucken die Deutschen nicht sowieso auch alle in China? Das ist, da kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, nämlich zur Auflage. Ja. Wenn ich ein Spiel jetzt in einer 1000er oder 2000er Auflage drucke, dann kann ich das hier in Deutschland für Preis X machen, dann kann ich das in China für Preis Y machen. Und das, was es mich kostet, das aus China hierher zu schippern, ist genau das, was ich spare dafür, dass ich es dort produziere. Ja. Das ist tatsächlich total lächerlich. Das lohnt sich gar nicht. Es ändert sich in dem Moment, wo du bestimmte Komponenten drin haben willst. Wenn du Plastikkomponenten drin haben möchtest, dann funktioniert das in Deutschland nicht. Dann musst du nach China gehen. Wenn du bedrucktes Holz machen willst, dann strecken die Deutschen die Hände und sagen, ja, dann kostet das so und so viel. Dann denkst du dir so, nee, für den Preis geht es nicht. Da muss ich nach China gehen, damit ich das überhaupt zu einem Konkurrenzpreis machen muss. Wenn ich jetzt ein reguläres Produkt habe, wo jetzt keine Sonderkomponenten drin sind, dann lohnt es sich fast immer, das auch in Europa zu machen. Gerade wenn ich es auch nur für den deutschen Markt mache. Andere Sache ist wieder, wenn ich jetzt sage, ich mache eine größere auf und ich verschicke das auch an die Partner in andere Länder, in die USA, nach Korea, nach Japan, nach Brasilien. Denen ist es egal, ob sie das in Europa oder in China einsammeln. Aber tatsächlich ist es so, dass dann über die Masse es tatsächlich wieder bei dem einen oder anderen billiger werden wird. Ja. Und das ist ganz normal, dass du dann einfach sagst, so, ich frage eh alle Druckereien an und am Ende entscheidest du dich entweder nach Gutdünken oder, und das ist auch ganz, ganz wichtig, wo weiß ich denn, wie was funktioniert? Weil ich habe auch Druckereien, da frage ich jedes Mal an, die schaffen es meistens nicht und dann haben sie mal einen billigeren Preis und sage ich mir so, aber ich habe noch nie was mit denen gemacht. Was weiß ich, ob da alles fehlerfrei funktioniert? Ich habe jetzt, ich glaube, ungefähr 3/4 aller meiner Projekte habe ich bei Ludo gemacht. Ich habe dort einen Ansprechpartner, den kenne ich seit 25 Jahren. Da ist einfach auch ein Verhältnis, wo ich genau weiß, wenn da Scheiße läuft, ich kann da anrufen. Ich habe am selben Tag das Problem irgendwo in einer Richtung, wo das sofort versucht wird zu lösen. Und manchmal ist das auch wert, dass man ein paar Cent mehr bezahlt. Easy beats cheap, ne? Selber gesagt. Easy beats cheap, genau das will ich sagen. Jetzt, wie kann man so Lokalisierung mit Eigenentwicklung vergleichen? Machst du lieber eine Lokalisierung oder lieber eine Eigenentwicklung? Was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile? Ja, unbedingt. Das ist richtig, genau so. Nee, so einfach ist es tatsächlich nicht. Also es gibt unendlich viele Projekte, wo ich sage, das ist so genial, das würde ich gerne auf Deutsch machen. Zum Beispiel, ich habe 3 Jahre lang jetzt bei Roxley Games angefragt und habe gesagt, so lasst mich doch mal das Brass auf Deutsch machen. Hat leider nie geklappt. Sie haben immer mich nur vertröstet, ja, wir reden noch und wir sind nie zu irgendwelchen konkreten Sachen gekommen. Jetzt habe ich gesehen, die Spieleschmiede macht's. Ist halt so, solche Gespräche gibt es dann auch. Es gibt aber so Spiele, wo ich mir denke, so, das Eons End, das war so ein Spiel, wo ich dachte, so, warum macht das eigentlich keiner auf Deutsch? Und ich hatte dann E-Mails geschrieben, auf die wurde nicht geantwortet. Und manchmal ist es so, da muss man wirklich so, ich sag jetzt mal so den Bösen spielen, dann gehst du dann in Essen an den Stand, stellst irgendjemandem Bein und sagst, okay, wen von euch soll ich jetzt erschießen, weil meine E-Mails nicht beantwortet werden. Und 10 Minuten später hast du das Problem gelöst und du hast den Vertrag. Also manchmal braucht es dann auch diesen direkten Kontakt, auch da ist es immer unterschiedlich. Und bei Eons End war es dann so, der hat zum Beispiel gesagt, so Indie Cards and Boards hat ganz, ganz viele Sachen mit Heidelberger gemacht. Die haben natürlich dann gesagt, so, okay, wie sieht's aus mit Asmodee? Asmodee wollte nicht, Heidelberg hat sich wieder selbst gegründet, wie sieht's aus? Heiko hat gesagt, er möchte nicht. Und dann war es offen und dann war der Punkt, wo sie gesagt haben, so, und jetzt können wir mit denen reden, die noch Interesse haben. Und ich war der Glückliche, der gesagt hat, jo, ich hab's gezogen. Und da kam es mir wieder zugute, dass ich natürlich auch einige Leute kenne, dass der Steven Bonnecor ein gutes Wort für mich eingelegt hat, dass ein paar andere, die auch den deutschen Markt ein bisschen besser kennen, auch gesagt haben, ja, nimm den ruhig, der macht super Arbeit. Und dass sie uns auch natürlich die Möglichkeit gegeben haben zu sagen, so, ihr müsst nicht bei uns mitproduzieren, sondern ihr könnt das selber machen. Und wir also die Möglichkeit haben zu sagen, wir nehmen eine andere Papierqualität, wir machen ein paar andere Sachen so, dass, wie es uns gefällt. Das ist zwar eine Quadratschachtel, aber es ist keine Standard-Quadratschachtel wie jetzt von Catan, sondern die ist irgendwie so ein paar Millimeter kleiner und dicker und alles. Wir können das in eine Standardschachtel packen, wir können Sachen so gestalten, wie wir sie wollen und das machen wir dann auch total gerne und hoffen, dass das auch von den Kunden so entsprechend angenommen wird. So, Eigenentwicklung. Da sind immer ganz andere Qualitäten gefragt, ne?
Zumindest bis das Spiel da ist. Vielleicht auch mehr Risiko. Ist auch Lokalisierung ganz nett, weil man pickt sich halt die raus, wo man merkt, okay, die funktionieren ja schon auf anderen Sprachen. Dann wird es wahrscheinlich in Deutschland vielleicht auch ganz gut klappen. Ja, auch da kann man daneben liegen. Hast du schon daneben gegriffen? Also, habe ich. Tatsächlich ist es so, bei Lokalisierung denke ich mir, ich habe da jetzt, sage ich, auch eher eine Nische aufgetan. Also ich habe mit Dawn of the Sets, mit Nemos War, ich habe da mit 13 Tage, mit Hochverrat, ich habe da eine gewisse Linie von Ein- und Zwei-Personen-Spiele, beziehungsweise Trick and Trouble auch ein reines Drei-Personen-Spiel. Ich habe da so eine Nische, wo ich sage, da gehen jetzt die meisten Verlage nicht rein, aber da ist eine Zielgruppe. Das ist keine Zielgruppe, die 10.000 verkauft, aber die 1.000, 2.000 kann man da verkaufen. Und deswegen versuche ich bei Lokalisierung natürlich darauf zu achten, was betrifft diese Zielgruppe. Und ein Eons End, also gut, ich das finde, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wenn das ein reines, sage ich jetzt mal, 2- bis 4-Personen-Spiel ist, sondern es funktioniert auch solo ganz hervorragend und auch gerade zu zweit. Und das war mir sehr wichtig, dass ich das auch rausstelle. Das trifft in die Nische, auch wenn es zu dritt oder viert geht. Also Lokalisierung in der Theorie ist definitiv einfacher, weil du machst dein Ding, du produzierst, du verkaufst. Du hast keinen weiteren Overhead, außer dass du dich halt darum kümmern musst, es zu verkaufen. Aber du kannst dich halt auch da drin verlieren, weil du kannst dich halt ausleben und sagen, ich finde das Produkt geil, aber ich möchte es halt dann doch noch ein bisschen so anpassen an das, wie ich denke, dass es besser ist. Wenn du ein eigenes Produkt machst, dann kannst du das natürlich gleich selber so machen, aber dann hast du nichts, woran du dich hangeln kannst. Mhm. Und dann kommt dieser andere berühmte Satz, den ich so mag, Restrictions breeds creativity. Wenn du irgendwelche Vorgaben hast in dem engen Korsett, in dem du arbeitest, dann musst du viel kreativer sein und dann kannst du auch viel mehr rauslassen, als wenn du die völlige Freiheit hast und dich auch in dieser Freiheit verlieren kannst. Und ich finde, das merkt man auch bei Filmen. Bei Filmen ist das auch so. Seitdem mit dieser Digitaltechnik alles möglich ist, zeigen die auch jeden Scheiß. Ja. Ne? Wenn du früher Star Wars-Filme gesehen hast, die konnten nicht alles machen, also mussten sie ultra kreativ sein, um was hinzubekommen. Die Filme hatten damals noch einen ganz anderen Charme. Ich finde, die neuen Marvel-Filme, sorry, ich penne dabei ein, weil das einfach nur, boah. Habe ich nicht gesehen. Der letzte Marvel-Film, den ich gesehen habe, war Thor 2. Ich bin ein paar Filme hinterher dran. Ich nenne es mal mangelnde Zeit. Und wenn ich Filme gucke, dann meistens ausgewählte, weil ich jetzt ja auch so diesen Film-Podcast mache mit ein paar Freunden. Oder ansonsten gucke ich natürlich total gerne Serien. Und Serien kannst du halt nebenbei gucken, während du für deinen Prototypen bastelst. Weil das ist natürlich auch mal eine ganz andere Arbeit. Während du beim Lokalisieren einfach sagst, ich habe hier Daten, ich übersetze das, ich ordne das um, ich packe vielleicht irgendwas rein. Beim selber musst du immer wieder basteln und verwerfen und nochmal basteln. Und ich glaube, ich habe in dem Jahr mit Reichhold habe ich irgendwie knapp 1000 Stunden mit Basteln verbracht. Das ist einfach auch eine Arbeit, die muss einem auch gefallen, an der muss man auch Freude haben. Und dann hast du halt noch diese zusätzliche Arbeit. Du musst es irgendwelchen anderen Verlagen zeigen. Du musst werben gehen und gucken, dass du welche findest, die sagen, komm, wir machen mit, wir möchten der Partner sein für dieses oder jenes oder sonstiges Land. Und das macht auch, das kostet Zeit, das kostet Mühe, das ist auch sehr schlauchend. Ja. Wenn man das natürlich schafft und eine schöne Auflage hinkriegt und viele Partner, dann kann man da auch gut Geld dran verdienen. Aber das heißt nicht, dass die auch am Ende alle genauso glücklich sind. Und das zu dem Thema habe ich noch eine Frage, dann gehen wir auf ein paar Fragen im Chat ein, damit wir euch nicht ignorieren, sorry. Aber ihr kennt das ja, der Matthias, der kann auch einfach selber 3 Stunden füllen, deswegen wird es vielleicht auch ein bisschen länger, wenn das für euch okay ist. Wenn ich merke, so, das läuft noch, dann quatschen wir einfach weiter. So, was zahlt man üblicherweise an den Lizenzgeber? Wie viel kriegt der da ab? Oh, das ist jetzt natürlich eine ziemlich offene Frage. Nehmen die alle das Gleiche? Wahrscheinlich nicht, ne? Also wo bewegt man sich da so? Nee, ach, das ist ganz unterschiedlich. Also ich sag mal so, auch da kann man Fehler machen. Es gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel selber produzieren kann, das heißt, ich habe ja selber die Produktionskosten und dieses und jenes, dann zahlt man an den Lizenzgeber einen gewissen Prozentsatz für jedes verkaufte Exemplar. Ja. Und der liegt jetzt, je nachdem, ob bemessen am EK oder bemessen am VK. Warte mal kurz, da wird Chat gespammt und Chat wird gespammt. Ich muss noch ein paar Leute bannen. Ach, wie schön. Lizenzkosten, genau. Was gibt man da noch dem Lizenzgeber? Und das ist ja dann etwas, was man in der Eigenentwicklung selber irgendwie noch behalten könnte. Aber man muss natürlich selber sehr viel investieren. Lohnt sich das dann? Also, wie viel drückt man da ab? Wenn das Spiel erfolgreich ist, lohnt sich das schon. Mhm. Aber es muss halt erfolgreich sein. Ich sag mal so, wenn ich ein Spiel lokalisiere, abhängig vom Verlag, von den Vorstellungen, davon, ob es auf den EK oder den VK angerechnet ist,
kann das so zwischen, sage ich jetzt mal, 4% und 10% sein. Und so 10% Lizenzkosten, das tut dann schon weh, das ist eine ganze Menge. Mhm. Wenn man eine Eigenentwicklung hat, dann kann man natürlich sagen, hier komm, schaut mal, das sind die Produktionskosten, da kommen auch die Lizenzkosten drauf, da hast du dieses, jenes, sonstiges. Das ist dann aber ziemlich anstrengend in der Kommunikation, zu sagen, okay, da ist jetzt noch der Partner dazukommen, deswegen ändert sich dieser Preis, weil wir jetzt noch folgende gemeinsame Rabatte haben und so. Da arbeitet man mit sage ich jetzt mal, Off-Preisen. Also wenn ein Spiel $50 kostet, dann hat man selber meistens Produktionskosten Pi mal Daumen von, sage ich jetzt mal, zwischen 8 und 12. Das ist je nachdem, was das ist, wo dieses, jenes, sonstiges. Und dann hat man halt, verkauft man es an die Partner so, sage ich jetzt mal, so 10 bis 15. Und das ist dann so das, womit man dann arbeiten muss und leben muss. Das ist nicht so einfach. Hm. Eben noch eine Frage. Der Adventskalender, den gibt es nicht mehr. Warum nicht? Ich habe 4 Jahre lang den Adventskalender gemacht. Ich habe ihn mit viel Freude. Aber ich sag mal so, du hast 2 Seiten, die da irgendwie glücklich machen musst. Auf der einen Seite hast du die Verlage, denen du hinterherlaufen musst, wo du dich mit 24, 25 Verlagen wirklich rumärgern musst und sagen musst, übrigens, da ist die Deadline, sonst ist das Ding nicht rechtzeitig fertig. Wir wollen das auch für den Weihnachtsmarkt in den USA haben, dieses, jenes, sonstiges. Da ist eine Menge hinterherrennen und es gibt dann die Verlage, die da sofort zack haben, das sind die, sagen, ja, wir müssen aber erstmal was fertig machen, wir müssen mal gucken, was wir für dich haben. Das ist sehr, sehr anstrengend. Und wenn du für 25 Türchen irgendwie 50 Verlage anschreiben musst, dann ist das einfach auch eine Menge Zeit. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du dann halt die Kunden. Und die Kunden, die sagen, ja geil, ich will einen Adventskalender und stellen sich zu Hause hin und denen ist eigentlich egal, was da drin ist. Und dann hast du auch immer mehr Kunden, die sagen, naja, von den 25 Spielen habe ich 4. Und dazu gehören dann irgendwann auch die Leute, die sagen, ja, ich kaufe mir eh jedes Jahr 100, 150 Spiele und trotzdem habe ich nur 4. Und die dann sagen, dann kaufe ich lieber auf dem Sekundärmarkt oder ähnliches. Da ist einfach auch eine Schere, die auseinandergeht. Und irgendwo muss man dann irgendwann auch mal so eingestehen, so, will ich das jetzt weitermachen? Und ich habe mich dann letztes Jahr entschieden, ich mache mal ein Jahr Pause, mal gucken, wie es ist. Und es hat mir persönlich auch gedanklich sehr, sehr gut getan, einfach mal auch die Zeit in andere Sachen, Projekte zu stecken. Und vor allem, weil der Adventskalender war ja auch ein Nullsummenprojekt. Ich habe ja daran kein Geld verdient, weil der Gewinn ging ja 1:1 durchgeschleust als Spende raus. Das ist ja auch eine Abmachung mit den anderen Verlagen. Das ist nicht, das heißt, ich würde mich an deren Inhalt irgendwie reich machen oder so. Mhm. Ja, und dann muss man überlegen, wie viel Zeit kann ich in ein Projekt stecken, woran ich nichts verdiene? Vor allem, wenn man dann noch 2 Mitarbeiter hat, die man entlohnen möchte, dann muss man schon seine Zeit sinnvoller einsetzen. Und deswegen habe ich es letztes Jahr einfach mal gelassen. Und jetzt, wo ich noch zusätzlich einen 2. Verlag habe, ich möchte nicht versprechen, dass es nächstes Jahr einen gibt. Ich glaube eher nicht. Aber ich möchte nicht sagen, dass es nie einen gibt. Vielleicht wird es irgendwann wieder einen geben. Aber das wird dann kein so ein jedes Jahr wieder Projekt. Ja. So, dann hast du schon angesprochen, Deep Print Games. Was hast du dir dabei gedacht? Oh, denken ist eine gute Sache. Ich sag mal so, das war aus einer Schnapsidee-Laune heraus. Problem ist, ich trinke keinen Alkohol. Also ich war in Essen, war ich halt mit Viktor abends und mit Peter und Philipp. Und Viktor, Peter, Philipp, die haben ja 10 Jahre lang zusammengearbeitet. Dann trifft man sich abends noch. Und wir haben denen so erklärt, ja, Idee war, dass wir mit Viktor halt so noch eine zusätzliche Marke aufmachen, um deutlich zu machen, das sind Spiele, die Viktor betreut hat, die richtig cool sind, weil es Viktor-Spiele sind. Und Peter und Philipp hatten halt irgendwie gerade bei Plan B aufgehört, weil irgendwie hatten sie auch an der Stelle jetzt einfach mal Lust auf was Neues. Und der Peter wollte sein Duna-Radrennen neu auflegen, was, wie ich finde, ein sehr schönes Spiel ist und hoffe, dass es bei Gelegenheit dann auch irgendwann mal rauskommt. Und dann hatten wir wirklich so diese aus der Bierlaune heraus gesagt, so, wisst ihr was, wir machen das einfach zusammen. Und das Dumme ist, am nächsten Morgen fanden wir die Idee immer noch gut und nicht irgendwie doof. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt, haben Verträge gemacht, haben dieses, jenes, sonstiges gemacht und festgestellt, wir sind auf einer Wellenlänge. Und 3 Monate später sitze ich da und Verlag ist gegründet. Und wir ziehen jetzt alle an einem Strang. Und so schnell kann das manchmal gehen. Mhm, coole Sache. So, was habt ihr da vor? Also, ich finde das ja ganz spannend. Die beiden Cheese von Pegasus, ich kenne die Namen nicht alle so gut immer, die sind auch dabei. Carsten Esser und Andreas Finkernagel. Genau. Und
Aber geben die einfach nur Geld und machen mit? Oder wie schafft man das dann, so zwei fette Companies? Ich hoffe, Deep Brand Games wird auch fett. Also wie teilt ihr euch da die Arbeit auf? Also Carsten und Andreas, die sind natürlich auch, also die sind tatsächlich als Privatpersonen bei Deepprint involviert und nicht als Pegasus. Die machen aber in erster Linie 100% Pegasus. Also die sind tatsächlich an der Stelle, sage ich jetzt mal, nur Gesellschafter. Die helfen natürlich bei Entscheidungen und die geben gerne ihren Senf dazu, aber die sind jetzt, sage ich mal, außerhalb dessen, was der Ablauf ist. Wir haben halt Peter, der ein super Näschen hat, coole Spiele zu finden. Wir haben Viktor, der aus einem schönen Rohdiamanten einen grandiosen Brillanten schleifen kann. Und die beiden bilden halt den Backbone der Redaktion. Die machen da den ganzen Kram. Ich bin halt der Dumme, der bereit war, den Geschäftsführer zu mimen und den gesamten Kram machen kann. Und der Philipp, das ist, sage ich jetzt mal so, das organisatorische Talent. Der sitzt im Hintergrund und zieht alle Fäden und sorgt dafür, dass wir alles richtig machen, dass die internen Abläufe funktionieren, dass wir mit der richtigen Software arbeiten, dass wir dieses, jenes, sonstiges nicht vergessen. Er ist halt mehr oder weniger die Sekretärin für uns alle oder auch der Therapeut. So, jetzt schon dein zweites Ding. Was wären so deine Tipps, wenn jemand sagt, boah, Verlag, vielleicht gar nicht so dumm? Also, das ist eine Richtung, wo ich mir vorstellen könnte. Was sind die Skills, worauf es da ankommt und was wäre vielleicht so ein Weg dahin? Ganz einfache Sache tut's nicht. Ist wirklich, lasst es, gründet keinen Verlag, erspart es euch. Die meisten, die es tun, tun es aus der Not heraus, weil sie irgendwie eine geile Idee haben für ein Spiel und es an 30 Verlage geschickt haben und 31 Absagen bekommen haben. Und meistens kriegt man die Absagen nicht einfach nur, weil das Spiel halt jetzt gerade nicht reingepasst hat, sondern meistens, weil das Spiel tatsächlich nicht gut genug für den Markt ist. Und man sieht es ja auch auf Kickstarter, da gibt es Spiele, die sind grandios, aber da gibt es auch ganz, ganz viele Spiele, wo man sagt so, da hätte vielleicht noch mal jemand dran arbeiten sollen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass die meisten Leute das nicht können, sondern es gibt wirklich ein paar Leute, die haben es drauf, die können tatsächlich Spiele in einem eigenen Verlag rausbringen und daraus richtig schöne Spiele machen. Aber das sage ich mal, ist die Minderheit. Und selbst die, die das machen, können dann nur kleine Auflagen machen. Was man haben muss, ist, man muss viel Sitzfleisch haben, man muss bereit sein, viel, viel Zeit zu investieren in ganz, ganz viele Sachen. Man muss, wenn man sagt, okay, ich gehe den Schritt lernen, auf einmal muss man mit Druckern reden, man muss mit Grafikern reden, mit Illustratoren, was auch ein Unterschied ist. Man muss Leute finden, man muss vielleicht gucken, dass man mit anderen Verlagen redet, auch gerade im Ausland, ob die Partner werden wollen. Man muss mit irgendwelchen Testern sich herumschlagen, die das Spiel nochmal testen sollen und auch vielleicht einfach nicht nur sagen, ja, ist geil oder ist scheiße, sondern auch tatsächlich wertvolles Feedback geben. Oder wo man das auch wirklich verfolgen kann, warum läuft das so oder nicht. Das ist eigentlich etwas, das kannst du auch nicht als Nebenjob machen. Das ist dann eigentlich Fulltime in dem Moment. Und du kriegst wahrscheinlich die ersten Jahre kein Geld raus. Weil bis das erste Geld fließt, das dauert eine Weile. Das kennen ja auch ganz viele Autoren sagen, selbst wenn sie als Autoren tätig sind. Sie kriegen das Geld meistens, also weißt du, die reichen ein Spiel ein. Das dauert nochmal ein Jahr, zwei oder auch drei, bis das Spiel veröffentlicht wird. Nachdem es veröffentlicht wurde, kriegen sie dann ihre Tantiemen und die kriegen sie dann halt so lange, wie das Spiel läuft. Und bis dahin müssen sie halt irgendwas anderes machen, um noch Geld zu verdienen. Und deswegen tun das ganz, ganz viele nur im Nebenberuf als Autor. Und wenn du einen Verlag machen willst, dann musst du gucken, dass der Cashflow funktioniert, dass du schaust, wo sind meine Einnahmen im Monat, wo sind meine Ausgaben. Und dann kommt halt auch in so eine gewisse Regelmäßigkeit, muss reinkommen. Und ich sag mal so, mein Ansatz bei Frosted Games war, dass ich das Universal Studios Prinzip mache. Das wird jetzt vielleicht auch nicht jedem was sagen. Universal Studios als einer der ältesten Filmstudios der Welt, gegründet übrigens von einem Deutschen, der hat auch Hollywood mehr oder weniger begründet, da gibt es eine wunderbare Zeitsprungfolge zu. Der hat halt gesagt so, wenn ich im Jahr 10 Filme mache, dann sind davon 8 Flops. Oder 7. Zwei laufen okay, die spielen ihr eigenes Geld ein und einer wird ein großer Erfolg und der muss den Rest mitfinanzieren. Du machst also 10 Filme und der eine, der das ganze große Geld einspielt, der muss die ganzen Flops machen. Und das ist auch der Grund, warum die Verlage nicht sagen, ich mache ein Spiel im Jahr. Weil wenn das Spiel ein Flop ist, dann ist der Verlag weg. Und das war auch so das, was ich mir bei Frosted Games gedacht habe. Ich mache nicht nur das eine Spiel, ich mache lieber ein paar mehr. Und wenn davon eins ein Flop ist, dann muss es im Notfall das viel Geld abwirft, mittragen. Und deswegen
ich will nicht viele Spiele machen. Wenn es nach mir geht, würde ich mich freuen, wenn ich nur 3 Spiele im Jahr machen könnte. Aber ich will auch dieses Risiko mir nicht aussetzen. Und dann mache ich lieber an der Stelle, gerade weil ich auch weiß, wo ist das Limit, was ich kann, dann mache ich lieber 10 Spiele und dann muss halt ein Erfolg dabei sein, der im Notfall auch ein paar Flops dann mit aufwiegelt. Finde ich gerade eine spannende Frage bei Lizenzverhandlungen. Also wenn du mit so Verlagen quatschst, braucht man dann Anwalt oder ist das eigentlich alles so Middle-Low-Level-Talk? Ich habe bis jetzt in meinem Leben einmal einen Anwalt gebraucht und da ging es nicht um Lizenzen für ein Spiel. Mhm. Da ging es um Lizenzen für Bilder. In Watergate ist es so, dass wir haben dort statt Illustrationen Fotos verwendet. Und Fotos sind jetzt auch nicht so eine gemeinfreie Sache. Mhm. Das heißt, ich musste gucken, dass ich die Rechte für diese Fotos rankriege. Und dann musste natürlich geprüft werden, weil das Problem ist, wenn du ein Foto haben willst, dann zahlst du dafür locker mal so $800, $900 pro Bild. Und wir hatten bei Watergate ja über 40 Bilder drin. Da bist du schon arm, bevor du auch nur irgendein Spiel gemacht hast. Mhm. Allein nur an diesen Lizenzkosten für kleine Auflage, kleines Gebiet. Wenn ich sage, ich will jetzt aber 30.000 machen weltweit, dann sagen sie, ja, dann wird es aber richtig teuer. Mhm. Und da habe ich mir dann einen Markenanwalt besorgt, der mir geholfen hat, das so zu formulieren, dass ich das nicht als Werbung durchbekomme, sondern als Redaktion. Weil ein redaktioneller Beitrag, wenn du einen spiegelnden Artikel hast, die können natürlich auch irgendwelche Bilder verwenden, die zahlen nicht 800 Euro, sondern sie zahlen vielleicht 50. Und das macht schon einen großen Unterschied zwischen 800 und 50 und deswegen war das eine große Hilfe. Da habe ich mal einen Anwalt gebraucht. Ansonsten habe ich noch nie einen gebraucht. Ich muss aber auch zugestehen, wahrscheinlich könnte man schon einen gebrauchen. Ich bin aber mit einem verheiratet. Also meine Frau ist Diplomjuristin und Steuerfachangestellte und ich habe halt den Vorteil, ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich nicht bin, wenn ich sie nicht hätte, weil sie kann sich die ganzen Verträge angucken und kann sagen, ja, so funktioniert das nicht. Und sie kann auch in dem Moment dann einfach mir helfen, die ganze Buchhaltung runterzubringen und ähnliche Sachen. Das spart eine Menge an Nerven. Ja. Du hast Kickstarter eben schon erwähnt. Ich habe ja in Essen mit Uwe Rosenberg geschrieben, er meinte, im Bereich Game Design hat Kickstarter alles verändert. Ist das für Verlage auch so? Ja und ja. Also ja, Kickstarter hat eine Menge verändert. Es hat eine Gruppe von Spielern großgezogen, für die ist Kickstarter der Einkaufsladen. Ja. Also es gibt Leute, die haben irgendwann gesagt, so, die kaufen ihr Zeug auf eBay, weil sie es gewohnt sind, alles auf eBay zu kaufen. Es gibt Leute, die kaufen ihr Zeug auf Amazon, weil sie es gewohnt sind, alles auf Amazon zu kaufen. Es gibt Leute, die sagen, man kann auch Spiele außerhalb von Kickstarter kaufen. Das ist tatsächlich eine eigene Zielgruppe, die da rangewachsen ist, die, sage ich jetzt auch mal, eine andere Strategie verwendet, welche Spiele sie überhaupt interessiert. Das ist so wie es vor 10 Jahren auch noch Fanboys gab, die gesagt haben, cool, der neue Hans im Glück oder der neue Fantasy Flight, die einfach gesagt haben, mich interessiert, was dieser eine Verlag macht, weil ich das genau wissen will. Mhm. Und das sind die Leute, die auch sagen, ich gehe auf Kickstarter und gucke nach, was es da diese Woche an neuen Projekten gibt. Mhm. Und das hat aber auch natürlich an allen anderen Bereichen was geändert. Kickstarter hat es möglich gemacht, dass man Spiele rausbringen kann, von denen man schon erzählen kann, wenn sie noch hässlich aussehen. Man kann auf Kickstarter Spiele rausbringen, die erst in 2 Jahren rauskommen. Man kann auf Kickstarter Spiele rausbringen, die man, ich sag jetzt mal, überproduziert. Mir fällt da zum Beispiel dieses eine Cleopatra-Spiel ein, wo du eine riesen Schachtel hast mit riesen Plastikungetümen und einem tollen Aufbau auf dem Tisch und am Ende ist es ein einfaches Walk-and-Set-Collection-Spiel. Das hätte jeder andere in so eine kleine, sage ich jetzt mal, so eine 13-Tage-Schachtel getan. Hätte auch funktioniert. Aber so kannst du auf Kickstarter für $100 raushauen. Du hast die ganzen Add-ons, Erweiterungen, ähnlichen Kram. War schon vorher ein Thema, ist durch Siedler richtig groß geworden, aber auf Kickstarter ist es jetzt auch üblich zu sagen, und wir müssen noch das hinterherhauen und das hinterherhauen und das hinterherhauen und noch mehr Goodies und dieses und jenes. Das ist tatsächlich, Kickstarter hat sich da eine Menge geändert. Ich habe auch das Gefühl, diese Vorbestellerstrategie, also Direktgeschäft ist ja für Verlage, glaube ich, recht wichtig, weil da mehr Marge drin ist einfach. Ich habe das Gefühl, das wird immer mehr auch bei Verlagen so praktiziert, dass man sagt, komm, bestellt doch bei uns vor, dann gibt es noch die und die Goodies dazu. Einfach nur, man braucht ja auch Cash, um den ganzen Bums zu drucken. Wie wichtig ist das für euch? Also grundsätzlich für einen kleinen Verlag wie Frosted Games ist das tatsächlich wichtig. Mhm. Also ich würde mal sagen, ich bin froh, dass ich Vorbestellungsaktionen mache. Das ist ja auch eine gewisse Art von Kickstarter, nur ohne dass Kickstarter jetzt mir auch noch ein bisschen Geld wegnimmt. Ich bin froh, dass ich halt einen gewissen Prozentsatz darüber bewege, weil es mir auch hilft, den Cashflow zu regulieren und ähnliche Sachen. Aber das wirklich das große Geld machst du nicht mit dem Direktvertrieb.
Und das merkst du auch gerade bei den großen Verlagen, also ein Cosmos, ein Ravensburger, ein Schmidt, die haben zwar einen Webstore, aber ganz ehrlich, das interessiert ihn, was darüber kommt, ist unerwähnenswert. Ja. Die machen wirklich das Geld über die großen Mengen. Und über die großen Mengen machst du auch viel, viel, viel mehr Geld als über das bisschen mehr Marge. Ja. Und da ist jetzt so die Frage, wem willst du gefallen? Wenn du dir deine Zielgruppe ranerziehst, und jetzt nehmen wir mal Jamie Stegmaier mit seinem Stonemaier Games, der hat das tatsächlich geschafft. Er hat mit Kickstarter angefangen, ist von Kickstarter weggegangen, vernünftigerweise. Und der macht jetzt viel, viel mehr Geld ohne Kickstarter, zum Teil über seine Direktbestellung, aber auch das ist nur ein kleiner Teil. Den größten Teil macht er darin, dass er einfach entschieden hat, es geht nicht darum, dass nur ich glücklich bin, sondern da gibt es ja auch ganz, ganz viele, die mir helfen. Und wenn ich die auch glücklich mache, dann funktioniert das für uns alle besser und dann machen wir alle mehr Geld damit. Ja. Und jetzt nicht mehr Geld im Sinne von, geil, ich werde reich, sondern mehr Geld im Sinne von, wir haben auch alle was davon und können damit bessere Sachen machen. Ja. Der kann ein Flügelschlag, der geht da zu den ganzen Distributeuren, der zeigt da denen, die so, mal gucken, Thema ist ein bisschen merkwürdig, wir würden so viel nehmen, der sammelt da seine Vorbestellungen ein, der macht dann auch eine Direktbestellung für, weiß ich nicht, 5% oder sowas der Auflage, 5% ist ja nicht viel, den Rest haut er über die Kanäle raus und wenn das ein Riesenerfolg ist, dann freuen sich diese Kanäle, wenn er dann weiter darüber bedient und dann kann er viel mehr verkaufen. Wenn Stonemaier gesagt hätte, ich sehe, das wird ein Riesenerfolg, ich verkaufe das nur noch direkt, ich glaube, nach spätestens weiteren 10.000 wäre das Ding versackt, weil alle Leute sagen, das ist so umständlich, ich muss jetzt da hingehen, ich will das jetzt aber gerade hier haben, dann muss ich ja warten, ich kann es nicht im Laden meines Vertrauens kaufen, den ich ja auch supporten möchte. All diese Sachen, das ist halt wichtig an der Stelle, irgendwann das auch zu begreifen. Und für mich ist das auch so ein Ding, ich sage, ja, ich mache Direktverkauf, aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend finde ich eigentlich eher, ich bin im Kontakt auch mit Läden. Die Läden müssen glücklich sein, die müssen Freude daran haben, wenn der Kunde reinkommt und sagt, ich hätte gern was, dann hat der Laden 1000 Spiele in seinem Laden, wo er sagen kann, du kannst das oder das oder das kaufen. Und dann bin ich froh, wenn er sagt, greif doch zu diesem hier, das kann ich dir aus folgenden Gründen empfehlen. Und da habe ich mehr davon, wenn er glücklich ist, weil er das verkauft, weil er auch mich glücklich macht und ich mache ihn glücklich, indem ich ihm vielleicht auch noch irgendwas gebe, sowas wie Goodie, was er da zusätzlich mit rausgeben kann, wo der Kunde dann auch wieder glücklich ist. Und ich auf diese Weise halt nicht nur 1.000, sondern vielleicht auch 10.000 verkaufe. Wie ist das eigentlich Deutschland, USA? Da hat gerade jemand geschrieben, too many bones, ne? Also das würde wahrscheinlich gerne in Deutschland jemand machen. Ich habe auch das Gefühl, Pegasus traut sich mittlerweile ja ganz viele Sachen, so mit Tainted Grail und alles mögliche. Aber die machen ja gefühlt auch alles. Ich habe so den Eindruck, Deutschland, der Markt, auch gerade so wie Spiele entwickelt werden, ist nochmal ein Unterschied zu den USA. Ist das eine besser als das andere? Oder ist das einfach nur, bedient es besser ein Markt? Also die USA-Spieler sind ja auch alle so ein bisschen anders tickend als die Deutschen. Ist das irgendwie kulturell bedingt, dass das einfach unterschiedlich ist oder einfach historisch? Das ist definitiv kulturell bedingt. Also du kannst auch den französischen, den polnischen, italienischen, den spanischen Markt angucken und wirst feststellen, die sind alle irgendwie anders. Aber der amerikanische Markt ist einfach groß. Du erreichst in Europa 300 Millionen Leute, du erreichst in Amerika 300 Millionen Leute. Aber in 300 Millionen Leute in Amerika ist ein Markt, eine Sprache, alles easy. Und in Europa hast du halt zerklüftet in irgendwie 40 Länder. Der amerikanische Markt ist tatsächlich sehr, sehr reizvoll. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte da selber Fuß fassen. So wie Portal Games gesagt hat, so, weißt du was, wir machen ein Portal Games USA. So wie Yellow das gesagt hat, wir machen Yellow USA. So wie Ravensburger jetzt darüber geht und sagt, den Markt müssen wir selber bedienen. Das können wir. Das können so große Verlage. Kleine Verlage wie ich, die könnten sich dabei verrennen. Und deswegen sage ich lieber, da gibt es Leute im amerikanischen Markt, die können den Markt bedienen, die kennen ihren Markt, die kümmern sich nur um den und dann arbeite ich lieber mit denen zusammen, dann sollen die das machen. Und dann hole ich mir lieber irgendwelche Sachen aus Amerika und bringe die nach Deutschland. Und jetzt konkret Too Many Bones zu erwähnen, ich hatte mit denen Gespräche in Essen. Ich habe gesagt, ich würde das gerne auch Deutschland holen und da trittst du dann manchmal auf Granit, weil die sagen, ja, würden wir dir sofort geben, aber. Und dann kommt es wieder so, und das ist so der Gedanke so mit dem amerikanischen Markt. So, Englisch spricht alles in der Welt. Deutschen kaufen sie das auch auf Englisch. Die Franzosen kaufen sie das auf Englisch. Warum soll das nicht lokalisiert werden? Reicht auch, wenn du hier die Zettel auf Deutsch machst oder so als PDF anbietest. Nee, ich will das alles komplett auf Deutsch machen. Ich möchte das auf den Chips, was Deutsches steht. Ich möchte das auf den Matten, was Deutsches steht. Und ich weiß, wenn ich das auf Deutsch machen würde, eine Tausenderauflage für 140 Euro, glaube ich, würde ich verkaufen können. Man hat es ja bei Bunhaven gesehen, ne? Aber wenn du jetzt 1.000 auf Deutsch verkaufst, dann verkaufen wir vielleicht 300 weniger auf Englisch, weil dann müssten wir folgende Lizenzgebühren nehmen, damit wir trotzdem noch dasselbe Geld verdienen.
Und da ist dann wieder zu kurz gedacht. Da ist dann nicht wieder dieses, wenn ich dich glücklich mache, machen wir uns beide glücklich, dann haben wir beide mehr von, können wir vielleicht noch ein bisschen was anstrengen. Ich glaube tatsächlich, da kann man eine Menge holen. Ich würde Too Many Bones gerne auf Deutsch machen. Und jeder der Zuschauer, der denkt so, weißt du was, ich schreibe mal eine E-Mail an Chips Theory Games und sage, erinnerst du dich an Frosted Games, lass den das mal auf Deutsch machen. Schreib den mal, würde ich mich total freuen, würde ich wirklich gerne auf Deutsch machen. Bis jetzt beiß ich auf Granit. Ja. Spannend. Gerade eine Frage, die driftet gerade in eine andere Richtung, aber ich finde die spannend. Wie sieht ein erfolgreicher Pitch aus? Also wenn ein junger Designer sagt, hey, ich habe da eine gute Idee, ich kann mir vorstellen, viele machen das falsch. Ich glaube, ich habe da auch mal Sachen zugelesen, der Ignazi, oder ich weiß nicht, wer es gemeint hat, meinte, was man nicht machen sollte bei einem Pitch oder worauf es ankommt. Was ist dir wichtig, wenn jemand ein Spiel vorstellt? Also sagen wir mal so, ich kriege irrsinnig viele E-Mails von Leuten, die mir irgendein Spiel verkaufen wollen. Also nicht verkaufen, sondern irgendwelche Autoren, die sagen, ich habe hier ein Spiel, das willst du auch bestimmt rausbringen. Und am meisten ärgere ich mich, wenn ich Zeit darauf verwenden muss, um festzustellen, ich bin der falsche Verlag. Wenn mir Leute Kinderspiele schicken, einfache Familienspiele, solche Sachen, wo ich sage, das ist überhaupt nicht Frosted Games. Deswegen der erste Tipp ist, schickt eure Spiele an den Verlag, zu dem sie passen. Also man muss genau wissen, an welchem Verlag man rangeht. Und wenn mir Leute was schicken und sagen, hier, ich habe ein cooles Zwei-Personen-Spiel, dann gucke ich mir das auch gerne an. Das Zweite, was man machen muss, ist, man muss Argumente haben, warum genau dieses Spiel gut ist, warum dieses Spiel veröffentlicht werden sollte. Und das sieht man auch auf Kickstarter ganz oft. Hohe Wiederspielbarkeit aufgrund von Varianz. Interessiert keine Sau. Das ist kein USP. Wie oft wird das Spiel gespielt? Und es gibt so viele geile Spiele, die habe ich schon 100 Mal gespielt, und deren Varianz ist so gering, dass es scheißegal ist. Wiederspielbarkeit kommt daher, dass das Spiel gut ist und nicht, weil es Variant ist. Dann gibt es die Leute, die sagen, easy to learn, hard to master. Das trifft auf 90% der Spiele zu. Das ist kein Argument. Das ist kein unique selling point. Macht euch Gedanken, was ist der unique selling point? Wenn ich bei Sidereal Confluence sehe, das ist ein Echtzeit-Strategie-Verhandelsspiel für 4 bis 9 Leute mit asymmetrischen Fraktionen. Da denke ich mir so, oh, das klingt jetzt nach was Abgehobenem. Wenn ich mir bei Eons End angucke, es ist ein Deckbauer, kooperativ, ohne Mischen. Das sind so paar Keywords. Mehr muss es nicht sein, aber das sind unique selling points. Und da muss der Autor sich bewusst sein, was mache ich für ein Spiel? Warum will der Verlag das veröffentlichen? Warum sagt er, oh, das interessiert mich, deswegen gucke ich es mir an. Wenn man das beherzigt, dann kann man schon eine Menge erreichen. Und dann kann es ja auch passieren, dass du das 4 Verlagen zeigst und alle 4 Verlage sagen, ich würde es gerne haben. Was kriegt ein Autor üblicherweise? Ich habe mal irgendwie gehört, bei einem Spiel, das für 20 Euro im Laden ist, 50 Cent irgendwie pro Exemplar. Passt das noch? Ja, also es ist so, du kannst davon ausgehen, ein Spiel, das im Laden 20 Euro kostet, das kauft der Laden für 10 Euro ein, also 10 Euro netto. Er verkauft so 20 brutto oder hat also irgendwie 5 Euro. Das ist die Marge, von dem er sein Gehalt und seine Mitarbeiter und seine Versicherung und seinen Strom und seine Ladenfläche und alles bezahlt. Von diesen 10 Euro, für die der Laden es eingekauft hat, da kommt dann der Großhändler dazwischen. Der hat das dann vielleicht für, sagen wir mal, 8 Euro eingekauft. Von diesen 8 Euro, also für diese 8 Euro, also bleiben wir mal bei diesen 10 Euro. Von diesen 10 Euro kriegt der Autor so zwischen, sagen wir mal, 4% und 6%. Bleiben wir mal bei den 5, weil die knackig in der Mitte sind. Dann bist du irgendwo bei 50 Cent. Und das ist auch eine, also 20-Euro-Spiel, 50 Cent klingt jetzt nach, lohnt sich die Arbeit? Und dann denke ich mir so, ja, wenn es ein gutes 20-Euro-Spiel ist und der Verlag davon 10.000 verkaufen kann, dann reden wir auch von 5.000 Euro. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, juhu, aber wie gesagt, Nebenjob. Wenn man überhaupt noch so ein Spiel des Jahres macht, ein Spiel des Jahres, dann kannst du davon ausgehen, das ist ein 50-Euro-Spiel. Schon bist du was kriegt der Autor dann? Das ist dann schon eher so 1,25 oder so. Wenn davon 400.000 verkauft sind, dann bist du ja aber auch schon irgendwo in einem Bereich, wo du ganz viel lange arbeiten müsstest, um das zu verdienen. Ja. Vor allem, wenn man überhaupt noch 10.000 verkauft bekommt. Ne? Also die Auflagen, habe ich das Gefühl, werden ja insgesamt immer alle weniger, weil es auch einfach viel mehr Spiele gibt. Ja, also es ist richtig, es gibt immer mehr Spiele. Gerade, sag ich jetzt, da kommen wir auf Kickstarter. Bei Kickstarter hast du ganz oft Spiele, die haben weltweit nur eine Auflage von 1.000, 2.000. Da verdient es auch als Autor nichts dran. Und deswegen machen es die Autoren meist selber, dann bleibt wenigstens Geld bei ihnen hängen. Die meisten Verlage versuchen schon, trotzdem eine größere Auflage zu machen.
Die machen dann vielleicht nur 3.000 Spiele in Deutschland, aber dann machen sie auch noch die 1.000 für Polen, die 2.000 für Frankreich, die 1.000 für Spanien, die 1.000 für Italien, die 1.000 für Korea, die 3.000 für USA. Und eben für sich hast du eine 20.000er Auflage zusammen. Und dann ist auch der Verlag happy und dann hast du auch als Autor wieder, okay, 20.000, da kriege ich auch ein bisschen Geld raus. Mhm. Wie wichtig ist YouTube fürs Marketing geworden? Hast du da ein Gefühl dafür? Also, Ganz einfach, ich habe keine Ahnung. Ich bin kein YouTube-Mensch. Ich sehe meine Söhne, die leben auf YouTube. Wir haben zu Hause kein Fernsehen. Für die ist YouTube das, was Fernsehen ist. Ich habe YouTube, da gucke ich mir dann einmal die Woche mein Last Week Tonight an oder ab und zu auch mal vielleicht hier Patriot Act oder so. Ich lebe ganz wenig auf YouTube. Ich gucke mir die Videos an, wo Leute sagen, guck dir das mal an. Und dann sage ich mir, ah ja, spannend und so. Ich weiß, YouTube ist ein Kanal von vielen. Es gibt Leute, die, also bei den Bretterwissern zum Beispiel, sind wir auch mit unseren Sendungen auf YouTube, weil das auch eine eigene Community ist. Es gibt Leute, die leben auf YouTube. Und wenn die was suchen, dann müssen sie es auf YouTube finden. Und dann gibt es halt jede Menge Podcasts mit einem Standbild auf YouTube. Aber das ist für die Leute okay. So wie Leute auf Facebook leben, so wie Leute auf Twitter leben oder so wie Leute auf Instagram leben oder auf irgendeiner anderen kuriosen Social-Media-Plattform. Ich bin auch nie auf Reddit gewesen. Ich verstehe das Reddit-System nicht. Also vielleicht bin ich auch einfach zu alt inzwischen dafür. Ist auch möglich. Wiederholt gerne mal die Spieloffensive-Fragen dort. Die sind mir durchgegangen. Aber vielleicht zwischendurch. Wie hältst du dich auf dem Laufenden? Also welchen Riecher hast du wo drin, um zu wissen, okay, das sind gute Spiele, die für eine Lokalisierung interessant sind? Also irgendwie musst du dich ja informieren, um mitzubekommen, was ist denn jetzt hier hot? Oder wird dir das erzählt? Also tatsächlich ist es so, zum Teil wird es mir erzählt. Zum Teil bekomme ich es einfach mit über BoardGameGeek, über die ganzen anderen Kanäle. Man ist ja dann doch vernetzt. Ich kriege mit, was an den Newsmeldungen ist. Es ist gar nicht so schwer, die guten Spiele zu sehen und zu finden. Meistens ist es dann schwieriger, dann die zu bekommen. Mhm. Also, ich meine, weißt du, du hast da so ein Nemesis, da hat Asmodee seinen Finger drauf getan, dann haben sie es. Da hat Tainted Grail, da hat Pegasus seinen Finger drauf getan, dann haben sie es. Und dann gibt es immer wieder diese Verlage, die sagen einfach so dieses, jenes. Es gab ein Spiel, da habe ich wirklich das wirklich super gerne machen wollen und dann ist es wieder bei einem anderen gelandet, weil aus irgendwelchen Gründen halt der jetzt der bessere Partner zu sein scheint. Und dann ist das so. Also das Problem ist gar nicht, die guten Spiele zu finden. Mhm. Also damit kann man sich wirklich zuwerfen. Ich habe hier mehr Spiele, die ich gut finde, die ich machen könnte, als ich wirklich machen kann, weil man hat auch nicht für alles das Geld, sondern tatsächlich zu entscheiden, welches Spiel ist jetzt das Richtige und welches Spiel mache ich wann in welchem Rahmen und bei welchem Spiel sage ich dann vielleicht doch, ja, ich würde es gerne machen, aber es wird die nächstes Jahr, 2 Jahre nichts, dann werde ich es lieber wieder gehen lassen. Mhm. Frage aus dem Chat. Bei der Spieleoffensive, der Frank, der hat da ja ganz viele kleinere Marken, ne? Also so die Strategie mit, okay, für jedes Themengebiet irgendwie oder jede Nische oder irgendwie Art gibt es dann irgendwie so einen eigenen Verlag für eine Richtung von Spiele. Da war so die Frage, was ist die Strategie dahinter? Also ich kann jetzt nur raten, was Frank sich dabei denkt. Ich denke, was er will, ist, er will halt, dass die Leute auch eine gewisse Markenbewusstsein haben. Der hat halt mit Korax angefangen und sagt so, es gibt die Sache, die wichtig ist, nämlich die Interaktion. Korax-Spiele haben einen gewissen Grad von Interaktion. Und wenn ich jetzt irgendein Heavy-Euro-Spiel mache, dann passt das nicht zu Korax, dann nehme ich dafür eine der anderen Marken. Und wenn ich ein Kinderspiel machen will, dann nehme ich eine der anderen Marken. Und dann verteilt er das auf diese Marken und sagt so, die Marke sagt dir, was für ein Spiel du erwarten kannst. Und das ist jetzt so, sagen wir mal ein konkretes Beispiel, Hans im Glück. Hans im Glück macht irgendwelche Heavy-Euro-Spiele, die den Deutschen Spielepreis gewinnen können. Sowas wie ein Russian Railroad, sowas wie ein Marco Polo. Und dann machen sie auf einmal sowas wie ein Skylines, was jetzt mal so eher so Familie Plus ist, was ich total toll finde. Wo aber der Markt dann sagt so, das ist aber kein Hans im Glück-Spiel, das geht mir völlig vorbei. Die erwarten das. Und dann sagt Frank natürlich, ja, dann packe ich es einfach mit einem anderen Logo in der Ecke, dann funktioniert das, dann beschwert sich keiner. Die Frage ist halt, klar kann man machen, man kann auch sagen, ich bleibe in meiner Ecke, muss jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Die Frage Marketing eben nochmal aufgegriffen, also ich hatte so die These, YouTube-Marketing immer wichtiger. Was glaubst du, ist ein guter Marketing-Mix, den man betreiben muss? Wie viel Geld muss man da eigentlich auch in die Hand nehmen, damit so ein Spiel auch erfolgreich wird, irgendwann im Markt kommt? Oder sagst du, Gott, ich gebe es ein paar YouTubern, dann läuft es von alleine?
Also ich sag mal so, es gibt zwei Optionen. Option 1 ist, du streust es, soweit du kannst. Weil wenn du es 100 YouTubern gibst, dann hast du 100 Kanäle und dann ist es egal, du erreichst aufgrund der Gießkannenprinzip irgendjemanden. Bin ich kein großer Freund von. Also ich glaube eher, dass es mehr bringt, wenn du konkret Leute nimmst, wo du weißt, wen die erreichen können und wer Zielgruppe ist. Und ich glaube, das ist nämlich die sinnvollere Art und Weise, dass du sagst, ich suche mir jetzt nicht 100 raus, sondern ich suche mir 3 oder 4 raus, die, wo ich aber auch genau weiß, die sind Zielgruppe. Wenn ich ein Dawn of the Sets rausbringe, dann weiß ich muss zum Chris gehen. Weil die Leute, die bei Chris zugucken, die spielen Wargames, die spielen Solo-Spiele, die wissen genau, wenn der Chris das in die Kamera packt und das spielt, ein Let's Play macht oder einfach davon erzählt, das ist, der erreicht, also was ich da an Leuten erreiche, das ist viel wertvoller, als wenn ich jetzt einfach das noch an 30 andere gebe. Und ich habe da auch aus der Erfahrung von anderen Verlagen, dass die genau wissen, manchmal ist es sinnvoll, in die Breite zu gehen, meistens ist es sinnvoll, gezielt zu sagen, der und der und damit auch die entsprechenden Leute zu erreichen, weil die das ganz anders vorantragen können. Ja, das wirst du wahrscheinlich schwer beantworten können. Ich habe das nur so mitbekommen. Ich glaube, es gibt Verlage, die beschäftigen sich da schon mit und haben da so ein Radar und gucken, okay, welche YouTuber gibt es, was sind so deren Präferenzen und was auch nicht. Und ich glaube, es gibt manche, die sind auch völlig überfordert mit, weil halt ja auch ständig neu aus der Ecke ploppen irgendwo, ne? Also sagen wir mal so, ich hatte ja viele Jahre lang den Blogger-Treff in Essen geleitet und auch in Nürnberg. Der hatte den Sebastian Wenzler den angefangen und der hat irgendwann eine Weltreise gemacht, ein Jahr lang, und hat gesagt, so Matthias, übernimm das mal. Und der hatte mir eine Liste von Leuten, die er angeschrieben hat, und die war ungefähr 20 Leute lang. Da dachte ich so, oh, das ist aber wenig. Dann fing ich mal an, zusammenzuschreiben, wen ich noch alles kenne. Und als ich das vor 2 Jahren abgegeben hatte, war diese Liste, und wir reden hier nur von deutschsprachigen Bloggern, also Blogs, Podcasts, YouTube, von knapp 300. Mhm. Und ich würde sagen, in den letzten 2 Jahren sind da noch etliche dazugekommen. Es sind vielleicht hinten welche runtergefallen, aber es sind insgesamt deutlich mehr geworden. Und also man kann nicht 300 Leute bedienen. Und ich sage immer, es ist schön, wenn Leute was machen wollen, aber die müssen ihre Nische finden. Und der Chris hat seine Nische, um jetzt den Chris noch einmal zu erwähnen, weil ich den total toll finde. Du meinst den Victoria Pate, Chris? Victoria Pate, genau. Richtig. Victoria Pate hat diese Nische so, ich mache die Wargames. Mhm. Das macht in Deutschland sonst keiner. Er hat damit eine Nische. Der Solo Manolo, den ich super gerne erwähne, der macht einen Podcast für Solospieler. Da gibt es inzwischen auch 1, 2 andere noch und es gibt auch 1, 2 YouTube-Kanäle, die nur mit Solospielen passieren. Aber das ist noch eine überschaubare Menge. Das ist die Nische. Mhm. Die sind da in ihrer Nische und sagen so, und hier bediene ich mich und hier kann ich der Große sein. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, ich mache einfach alles, aber ich sag mal so, wie viel braucht man auch von denen? Also klar, Hunter und Grohn haben natürlich die meisten Abonnenten, aber auch ein Benjamin Turk, der wirkt so, als würde er alles machen, aber der macht nicht alles. Mhm. Der macht vor allem, der zum Beispiel ist, finde ich, deswegen so grandios, weil der spielt ganz oft vor der Kamera, der macht mehr Let's Plays als irgendwie einfach nur Reviews. Und das ist dann auch nochmal, der bedient nochmal eine Zielgruppe, wo die Leute nicht nur einfach sagen, okay, jetzt habe ich seine Meinung gehört, auch die gibt er natürlich ab, der macht dann irgendwelche Rundschauen, Top 10 und ähnlichen Kram, aber der macht ganz oft so, wo ich sage, ich sehe, wie er spielt, ich sehe, wie er selber versucht zu lernen, ich sehe, welche Probleme er hat oder wie es flüssig läuft. Ich sehe, was passiert da. Er redet laut, er denkt auch laut und seine Gäste sind dabei. Und das gibt nochmal einen ganz anderen Eindruck, sowas wie Rado auch in Amerika macht. So, bei Rado, der lebt nicht davon, dass er am Ende sein It's Fantastic-Fazit am Ende packt, wo die Leute 100 Videos sehen müssen, damit sie unterscheiden können, ob Fantastic gut oder schlecht ist, weil die Wortwahl ist es nicht, sondern wie er es sagt. Ja. Sondern die gucken sich wirklich nur den Run-Through durch, damit sie sagen, was ist das für ein Spiel? Was mache ich da? Was geht in den Kopf ab? Und das ist viel spannender. Das ist eine ganz andere Nische. Und ich sage immer, wer jetzt noch was anfängt, der sollte überlegen, welche Nische will ich bedienen? Womit will ich mein Alleinstellungsmerkmal haben? Und da müssen YouTuber genauso denken wie Autoren. Ein Autor will sein Spiel an den Verlag bringen. Der Verlag will sein Spiel an den Kunden bringen. Die YouTuber, die haben auch ihre Zuschauer. Was können die machen, damit die Zuschauer bei ihnen dranbleiben? So, jetzt bin ich mir ganz sicher, ob du meine Frage wirklich beantwortet hast. Was glaubst du für dich ist dein richtiger Marketingmix? Also wo sagst du, wie viel muss man eigentlich in die Hand nehmen, wenn du sagst, ich mache Watergate oder irgendwas Ähnliches? Wie viel muss man wirklich fürs Marketing da an Geld in die Hand nehmen?
Und wo gibt man das am besten aus als Verlag? Also wie platziert man das? Also welche Möglichkeiten haben wir überhaupt noch? Also wie wichtig ist da auch eine Messe oder sowas? Das Problem bei der Messe, ich werde diese Frage beantworten. Ich hole jetzt bloß noch mal aus. Das Problem bei der Messe ist tatsächlich, das ist, sage ich jetzt mal, Lotterie. Mhm. Da kommen 1400 Spieler raus, du versuchst irgendwie auf dieser Messe ein Highlight zu sein, du investierst darin, du bemusterst Leute, du schickst ihnen irgendwelche Samples zu, du hoffst, dass da entsprechend gute Feedbacks zurückkommen, dass die Leute davon berichten, dass sie sagen, wie geil ist das denn und so. Aber das ist viel Hoffen. Oder du versuchst dich mit irgendwelchen Artikeln irgendwie ranzulangen und dann hoffst du, dass du auf der Messe in Essen, dass die Schlange vor deinem Stand steht und nicht vor einem anderen. Dass die alle bei dir ein Spiel kaufen wollen und am Ende des Tages sagen kannst, geil, ausverkauft. Das ist ein Lotteriespiel. Ich habe das noch nie gewonnen. Ich hatte mit Reikold war ich auf BGG in den Top 10. Ich war auf Tabletop Together war ich auf Platz 2. Ich habe in Essen eine überschaubare Zahl von Spielen verkauft. Bei Cooper Island war ich bei BGG auf Platz 2, auch bei Tabletop Together auf Platz 2. Ich hatte einen durchgehenden Verkauf. Ich habe tatsächlich eine relativ gute Zahl auch verkauft, aber ich würde nicht sagen, ich hatte eine Schlange vorm Stand. Eigentlich, also das ist eine Frage, da müsstest du jetzt sagen, so, wie macht das Feuerland? Die haben ihre Schlange vor dem Stand. Und mein Gefühl sagt mir, das ist gar nicht so entscheidend, was du da für Werbung machst für dieses Spiel. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, wo ich glaube, dass der Frank Noack tatsächlich vielleicht den falschen Ansatz hat, sondern was kann ich als Werbung machen für meinen Verlag? Weil mein Verlag ist eine Marke, wie kann ich meinen Verlag promoten? Und ich sag mal so, bei Schwerkraft sind die Schlangen auch deswegen da, weil geil, Terraforming Mars, was ist denn das für ein Verlag? Was macht denn der noch? Bei Feuerland? Boah, geil, und der hat das Terra Mystica gemacht und der hat dann das geile Fest für Odin gemacht und boah, der hat Gloomhaven übersetzt. Also, der hat tatsächlich so ein paar, sag ich mal, wirklich Highlight-Football-Spiele gemacht, wo die Leute sagen, was macht der denn noch? Der macht so geile Sachen. Ich habe hier schon 3 Feuerland-Spiele im Regal. Den Namen merke ich mir, die Marke merke ich mir. Und dann gehen die zu dem ganz automatisch an den Stand, gucken, was er da hat und kaufen was. Und aus dem Punkt zu kommen, das ist schwer. Und diesen Marketing-Mix, das Geld dafür nicht anzunehmen, das ist schwer. Und ich kann dir ja keine Lösung geben. Das ist an der Stelle auch nur Lotteriespiel. Das geht allen anderen Verlagen genauso. Die hoffen, dass sie das nächste Mal beim Lotteriespiel wieder gewinnen. Aber was die richtige Lösung ist, das weiß ich gar nicht. Also dies Jahr auch wieder so. Letztes Jahr war das ja noch schlimmer. Ich habe das Gefühl, der erste YouTuber, der sich äußert, der gibt schon mal so eine gewisse Richtung vor. Weil das gewisse Aufmerksamkeit macht, auch bei anderen YouTubern, weil die informieren sich ja auch irgendwie, ne? Da fängt ja nicht jeder an und geht 1000 Spiele bei BGG durch und analysiert diese alle für sich. Also jeder hat ja sein Radar auch und dann gibt es dann Überlappungen und dann ist es schon auffällig, dass gewisse Spiele, die halt schon mal erwähnt wurden, dann halt bei anderen Listen auch sind. Was dann wieder dazu führt, dass sie bei anderen Listen auch wieder auftauchen. Kein Mensch hat diese Spiele gespielt oder nur sehr wenige, aber dann Mutmaßung, boah, das muss ja geil sein. Auch mit hier Sanctum oder irgendwas, ne? Boah, sieht geil aus, soll wie Diablo sein, boah, das muss ja geil sein, ne? So, also gewisserweise muss man da Glück haben, dass man da irgendwie auf dem Radar landet bei irgendwelchen Leuten, die das toll finden, recht früh, damit es dann halt auf diesen Top-Listen, was ist in Essen alles heiß, irgendwie drauf landet und am besten vorher nicht zerrissen wird, ne? So, das ist das Lotto. Das ist richtig. Und ich glaube mal, mein Watergate in Amerika genau diesen Glück gehabt. Wir hatten die Produktion so angesetzt, dass es fertig ist zur GenCon. Das war die Zielvorgabe, die wir gemacht haben. Wir wollten es zur GenCon haben. Wir wussten, der amerikanische Markt ist für dieses Spiel ganz wichtig. Es soll auf der GenCon verkauft werden. Und deswegen, damit das mit dem Boot rechtzeitig da ist, war die Produktion fertig irgendwann Ende Mai. Und wir haben das auch in Deutschland dann noch brav bis zur GenCon gewartet, also beziehungsweise in Deutschland BerlinCon, bevor wir es auf den Markt geworfen haben. Aber wir hatten eine Kiste fertige Spiele schon mal rübergeschickt, weil direkt kurz danach. Und auf der Origins haben wir dann fertige Spiele gehabt. Dort wurde Werbung gemacht, da hat Capstone das aber nicht irgendwem gezeigt, sondern er hat es 3 Leuten gezeigt. Und diese 3 Leute haben darüber angefangen zu reden. Das hat seine Runde gemacht und ehe man sich versah, ist es genau in diesen von dir beschriebenen Kreislauf reingelaufen. Da hatte ich lotteriemäßig Glück. Dass das beim nächsten Mal so läuft, keine Garantie.
Das ist die Frage, ne? Sind da die Verlage marketingmäßig nicht genug, dass sie sowas gezielt irgendwie auch produzieren können? Ich habe manchmal das Gefühl, Nein. der Jamie ist so einer, der ist ja sehr geschickt drin. Vielleicht auch, weil er die Vorschusslorbeeren hat, dann läuft das dann auch von alleine, weil alle einfach nur heiß sind und wollen sehen, was er so macht. Ne? Das passiert dann halt auch manchmal auch. Ich weiß nicht, ich habe mich mit dem Sven von Brettmaletten unterhalten, er ist so ein Marketing-Typ und meinte, ja, allgemein ist die Brettspielwelt nicht so marketingstark. Vielleicht, weil es auch daher kommt, weil, ich weiß es nicht, Mutmaßung, weil es noch aus so einer Verlagswelt kommt, wo nicht eher so die Experten da sitzen für das Thema. Das ist jetzt aber ganz böse gesprochen. Das ist sehr böse gesprochen und dem würde ich auch hundertprozentig widersprechen wollen. Ja. Also erstens, ich glaube, Jamie hat tatsächlich das gemacht, was der Sinn von Kickstarter ist. Er hat nicht einfach nur ein paar Spiele gemacht, sondern er hat angefangen, eine Community aufzubauen. Wenn der einen Rundbrief raushaut, also der hat ja auch gesagt, ich bin offen, ich erzähle alles, ich behalte keine Geheimnisse für mich und sage, oh, ist das geil oder so. Der weiß auch, dass er Spiele gemacht hat, die sind kein Erfolg gewesen. Aber er redet offen darüber, er erklärt allen Leuten, was er gemacht hat. Und wenn der Newsletter raushaut, dann geht er nicht an 500 Leute, der geht nicht an 1000 Leute, der geht an 90.000 Leute. 90.000. Und jetzt weiß man so aus Erfahrung, wenn man Newsletter raushaut, das Öffnen, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie stark du bist, zwischen 50% und 70%. Wenn 50% von 90.000 Leuten das öffnen, 45.000, dann hast du schon mal eine Zielgruppe, das kriegt kein anderer Verlag hin. Mhm. Kein anderer hat einen Newsletter, der so viele Leute erreicht. Wenn der Jamie sein Tapestry ankündigt und dann eine extra Facebook-Gruppe dafür aufmacht, um zu sagen, und hier wird jetzt über das Spiel gesprochen, dann hat er innerhalb von einer Stunde 5.000 Fans für diese eine Seite. Selbst ein Portal Games, der sagt so Stronghold und hier und Kickstarter und so, der schafft es nach einer Woche noch nicht auf die 1.000 Leute. Mhm. Und das ist Power of Community. Der hat seine Fanboys sich lange rangezogen, der hegt und pflegt sie. Und die Spiele sind da gar nicht entscheidend, sondern wirklich die Pflege dieser Community. Dazu muss man der Mensch sein, der das macht. Das ist auch nicht jeder. Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, das kostet Zeit. Und da eine Person zu haben, die als Galionsfigur nach außen agiert und genau das auch übernimmt, das ist tatsächlich Gold wert. Diese Person zu finden ist schwer und dann auch diese dafür zu bezahlen, dazu muss man bereit sein. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, das, was am meisten wert ist. Und jetzt mal das andere konkrete Beispiel, Kosmos. Ich kenne keinen deutschen Verlag, der so geile Pressearbeit macht wie Kosmos. Mhm. Die machen nicht einfach nur ein Aussendung, übrigens, das sind unsere Neuheiten und fertig ist, sondern die machen dann sowas für Andor. Die haben einfach mal jemanden eingestellt, der so mit Alternate Reality Spielen Erfahrung hatte. Und die haben dann einfach mal an, ich glaube, 50 Blogger, haben die einfach eine Kiste zugeschickt, ohne Infos. Da waren ein paar Runen drin, ein paar Hölzer, irgendwas. Du wusstest gar nicht, worum es geht. Aber diese Blogger haben sich ausgetauscht, haben eine Facebook-Gruppe gemacht, haben auf einmal ein Alternate Reality Spiel mitgespielt. Das ging über 2-3 Monate. Und das gipfelte tatsächlich auf dem Kosmos-Presse-Event, wo dann tatsächlich dann nochmal so ein Schatz gefunden wurde. Und damit haben sie dann Andor angekündigt. Und auf einmal war Andor in aller Munde. Mhm. Das, wie sie das gemacht haben, war grandios. Jetzt mauzt meine Katze im Hintergrund. Ich hoffe, das stört deine Zuschauer nicht. Und auch letztes Jahr, als sie die Adventure Games angekündigt haben, das haben sie nicht einfach so gemacht, sondern sie haben tatsächlich Leute angeschrieben, sie haben angefangen über WhatsApp irgendwelche Spielchen zu machen, wo du dann so Choose-Your-Own-Adventure-Style-mäßig tatsächlich so Entscheidungen treffen musstest und die gipfelten darin, dass du irgendwelche Sachen bekommen hast und diese Sachen haben sie dir dann live zugeschickt. Ich habe Leute, die haben irgend so eine 3-Fragezeichen-Brille geschickt oder irgend so ein Flummi-Material oder alles Mögliche. Und das hat man dann auch alles mitgebracht zu diesem Presse-Event. Das war total spannend. Und das ist eine Art von Interaktion. Ich kenne keinen anderen deutschen Verlag, der das hinkriegt. Und da ist Kosmos immer wieder, sage ich jetzt mal, sehr kreativ und auch wirklich einzigartig in der Art und Weise, wie sie das machen. Ist in der Tat an mir vorbeigegangen. Aber du hast aber eben was Spannendes gesagt, gerade zum Jamie, weil ich habe den Eindruck, also du hast gesagt, dass der sehr geschickt seine eigenen Spiele sehr gut vorstellt, einfach dem Publikum. Und da habe ich halt das Gefühl, dass viele Verlage das nicht selbst in die Hand nehmen, sondern das immer sich da bei der Presse drauf verlassen. Also okay, hier ist das Spiel, wir erklären euch mal kurz, worum es geht. Es gibt ein Presse-Event, die ich übrigens immer schlimm finde, da zu spielen, weil das immer eine ganz feindliche Umgebung ist, Spiele kennenzulernen.
Und ja, jetzt berichtet mal drüber. Statt es selber in die Hand zu nehmen, ihr Spiel zu präsentieren, also den Mehrwert, das Besondere hervorzuheben, auch schon die Entwicklung davon und sowas. Ich finde, das passiert noch zu wenig. Und Jamie macht das wunderbar vor. Der holt die Leute auch schon viel früher ab. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da noch einiges passieren könnte bei Verlagen. Also es gibt Verlage, die machen das, zum Beispiel Amigo. Mhm. Aber das ist eine andere Zielgruppe. Ja. Das geht uns natürlich völlig vorbei. Aber Amigo ist es total toll, dass die Leute, wenn sie Schachtel kaufen, kurz einen QR-Code scannen, die kriegen die Regeln erklärt, die müssen sie nicht lesen. Da hast du die Schere zwischen, das sind die Verlage, die das können und die das machen, und da sind die Verlage, die die Spiele machen, die dich interessieren. Da ist halt einfach eine Schere. Wenn jetzt ein Verlag beides könnte, wäre das grandios. Ich kann es auch nicht. Mhm. Ich bin unfähig, mit einer Kamera umzugehen. Ich würde das gerne machen. Ich bin eher in der Lage, mit einem Mikro umzugehen, aber selbst da bin ich auf Leute angewiesen, die das dann noch nachbearbeiten. Ich würde gerne meine Spiele in irgendeiner anderen Form bewerben, aber man muss ja auch seine eigenen Grenzen kennen. Und das wäre halt toll, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, cool, jetzt hätte ich jemanden, der könnte das Marketing machen, der kennt sich vor der Kamera aus, der kennt sich zusätzlich auch noch mit einem Mikro aus, der kennt sich mit diesem und jenem aus und der könnte wie Jamie auch noch zusätzlich mit, ich sag jetzt mal, entsprechendem Charme und Sympathie rüberkommen und seine Spiele auch so bewerben. Mhm. Und Jamie ist da tatsächlich mal, sage ich mal, eine große Ausnahme. Auch im amerikanischen Markt wirst du niemanden finden, der so wie Jamie ist. Ist das vielleicht ein Problem da deswegen? Also ist das nicht für Verlage ein Problem, vor allem, weil die auch viele sehr klein sind und dass es dann halt nicht ausreichend alle Kompetenzen einfach an Bord sind? Du hast Verlage, die sind zu klein, um dass diese Kompetenzen da sind. Mhm. Die sind meistens schon damit beschäftigt, glücklich, wenn sie es schaffen, ihr Spiel auf den Markt zu bringen, als Nebenjob oder wenn sie es als Hauptjob haben, davon irgendwie zu leben. Du hast auch dann die, sag ich jetzt mal, die mittleren Verlage. Ich sag jetzt mal, Hans im Glück ist zum Beispiel mittlerer Verlag. Mhm. Der hat genug Mitarbeiter, dass er irgendwas da machen könnte. Sie machen irgendwie ihr Marketing-Ding auf Facebook oder ähnliche Sachen. Sie haben auch versucht, mal was über YouTube zu machen. Ich sag jetzt mal, ein paar Wochen wieder aufgegeben, weil sie festgestellt haben, das können sie nicht. Vielleicht kommt das irgendwann mal wieder. Aber wenn man sich jetzt guckt, so wofür Hans im Glück hatten wir vorhin erwähnt, sie stehen für geile Spiele wie Russian Railroads, Marco Polo. Womit verdient Hans im Glück 90% seines Gelds? Carcassonne, ein Familienspiel. Und man kann es sich übernehmen, wenn sie sagen, wenn Carcassonne das ist, womit wir unser Geld verdienen, würden wir gerne ein zweites Familienspiel machen. Aber sie scheitern daran. Und da ist dann auch wieder so, ja, müssen wir jetzt von Russian Railroads noch irgendwas reinnehmen? Wir wissen, wenn wir das jetzt denen davor werfen, mit relativ wenig Arbeit, es macht sie eine Runde und alle sagen, geil, das neue Marco Polo 2 ist super und ich finde es sogar besser als das erste, wo ich das erste schon sehr gut fand. Und da musst du nicht viel machen. Und da rollt der Rubel jetzt mal mit wenig Aufwand. Und den Aufwand, den du dir da sparst, den kannst du dann wieder in die Entwicklung vom nächsten Spiel stecken und damit vielleicht versuchen, noch mehr Geld zu verdienen. Da ist einfach mal, sage ich mal, so eine Diskrepanz. Und wenn du jetzt die großen Verlage angehst, die haben eine gewisse Größe erreicht, wo sie das einfach auch nicht mehr können, weil da auch gewisse Strukturen in den Verlagen, in den Firmen sind, die es nicht mehr erlauben, das so zu machen. Dann kommt einfach von oben die Hingabe, ja, aber du musst bitte folgende Sachen beachten, du darfst musst folgende Sachen unterschreiben, du musst darauf und jenes achten, da verlierst du auch die Lust, irgendwas zu machen. Mhm. Also du hast da so deine gewisse Problematiken jetzt, sage ich mal, in all diesen Bereichen. Mhm. Ist das vielleicht auch ein Problem, dass einfach in diesem Business, sag mal, nicht so fett Money drin ist, dass man sich das auch erlauben könnte, so viel da zu investieren in solche Kanäle, also solche Leute, die das dann können oder auch an externe Agenturen oder irgendwas zu geben? Ich habe nur das Gefühl, da ist immer ultra knapp alles kalkuliert und die meisten sagen auch, eigentlich sind Brettspiele viel zu billig für das, was da eigentlich an Arbeit reingeht. Also du hast das Problem, also der deutsche Markt hat das Problem, A, die Spiele sind definitiv zu billig. Wir haben hier jahrelang uns die Geiz ist geil Mentalität hochgezogen und auch das auch angewendet. Vor allem im Bereich Spiel des Jahres, wo der Handel natürlich das nicht verwendet, um das Spiel des Jahres zu pushen, sondern die Leute so nicht in den Handel zu holen und dann irgendwelche anderen Sachen zu verkaufen. Deswegen haben sie dort einen Werbeträger, den sie auch noch in mehr oder weniger gefühlt dumpen. Und das sorgt auch dafür, dass die Leute den Wert eines Spiels nicht zu schätzen wissen. Gleichzeitig hast du das Problem, dass der deutsche Markt, auch gerade dadurch, dass wir mit dem Spiel des Jahres anders groß geworden sind, einer der engsten und schwersten Märkte ist, um hier irgendwie mit irgendwas Fuß zu fassen, weil einfach die Zahl der Verlage, der Zahl der Leute, die hier irgendwie in diesem Business Geld verdienen wollen, auf Personenzahl gerechnet, ist irrsinnig dicht. Mhm. Also du hast gefühlt in Amerika ein Zehntel von dem.
selbst wenn du sagen kannst, in Amerika, da gibt es inzwischen genauso viele Verlage wie in Deutschland, da ist aber wirklich dreieinhalb mal so großer Markt. Und das, also das zusammengenommen sorgt halt dafür, dass auch im deutschen Markt die Auflagen kleiner sind. Also ein Ravensburger, der konnte in den frühen 80ern, konnte der ein Spiel 200.000 Mal verkaufen, auch ohne Pöppel. Und es war überhaupt kein Problem. Und dann haben sie Werbung im Fernsehen gemacht. Wir kennen alle noch so den MB-Gong. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber ich würde behaupten wollen, die meisten auch in deinem Chat, die sagen, ja, MB-Gong habe ich gesehen. Und wenn nicht, dann googelt euch das oder YouTubet euch das mal, schaut mal den MB-Gong. Damit sind viele groß geworden. Da gab es Werbung für Spiele. Inzwischen, Werbung ist auch immer teurer geworden im Fernsehen, was zum Teil, also Erfahrung aus Upper Deck-Zeiten. Wir hatten ja das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel und das war ja so, dass da ja das Gefühl, die Fernsehserie war eine Art Werbeveranstaltung dafür, das Kartenspiel zu verkaufen. Und das hat RTL 2 gewusst. Die haben also von uns Geld verlangt, dass sie die Serie überhaupt ausstrahlen. Zusätzlich dazu, dass wir Werbung buchen mussten. Und das ist schon ziemlich pervers. Also die Fernsehsender wollen mehr Geld haben und dann musst du auch richtig Geld zahlen, damit du nicht irgendwie nachts um drei gesendet wirst in irgendeinem dämlichen Werbeblock. Früher gab es ja nicht so viele Werbeblocks, da wurde Werbung einfach noch weitergeguckt mit den Mainzelmännchen dazwischen oder irgendwas anderes. Und das ist heutzutage viel, viel, viel schwerer. Und wenn Ravensburger sagt, wir machen ein Spiel und sind froh, wenn wir davon 10.000 verkaufen, da ist auch nicht genug Gewinn dran, um dann auch noch einen Werbespot zu drehen und dann noch Werbezeiten zu kaufen. Und ich meine, es ist natürlich jetzt so, ist auch zum Glück nicht mehr nötig, weil ich sage jetzt mal, Fernsehen ist jetzt gefühlt auf dem absteigenden Ast. Wie gesagt, wir haben seit 10 Jahren kein Fernsehen mehr zu Hause. Wenn meine Kinder Fernsehen gucken wollen, dann schalten sie YouTube ein. Ja. Und YouTube ist an der Stelle natürlich die günstigere Alternative, auch für die Verlage. Aber auch da ist es wieder so, jetzt was Richtiges, Professionelles zu machen. Ich habe Filmchen gemacht zu 13 Tage und zu Reichhold. Die sind so knapp 10 Minuten lang. Die erklären alle Regeln, die geben eine Einstimmung und so. Aber die haben mich auch eine schöne vierstellige Summe gekostet. Eine Stunde, die ich bereit war auszugeben, weil ich sagte, ich glaube daran, dass es was bringt. Aber bei 13 Tage hat es auch einiges gebracht. Bei Reichhold, sage ich so, hätte sich wahrscheinlich lieber lassen sollen. Ist halt so. Aber das kannst du nicht jedes Mal machen. Mhm. Ich merke das hier bei Rodney Smith, ne? Watch It Played. Da schreiben Leute dauernd in die Kommentare, ja, ich kaufe mir nur Spiele, wo du ein Regelerklärungsvideo zu machst. Fehlt hier in Deutschland irgendwie so eine professionelle Instanz, die ja da für einen humanen Preis irgendwie sagt, okay, ich mache euch gute Regelvideos? Ja, ganz einfach ja. Ja und nochmal ja. Hm. Und zwar gerne in Rodney Smiths Qualität. Hm. Also einer, wo du sagst so, ich weiß jetzt genau, was ist, ich muss mir das nicht ein zweites Mal angucken. Und diese Person muss ja selber noch nicht mal vor der Kamera zu sehen sein. Aber sie muss einfach nur sagen, ich mache gute Videos und im Notfall bezahlen die Verlage auch dafür. Hm. Weißt du, wir reden jetzt nicht von Unsummen, wir reden jetzt nicht davon, dass ich irgendwie den 5.000 Euro in die Hand schiebe. Aber wenn ich weiß, der macht ein gutes Regelvideo und ich kann direkt Link, weißt du, der gibt mir einfach vorher einen Link, ich packe einen QR-Code in meine Anleitung, da kriegen Leute ein Regelvideo, ich kann darauf verweisen, ich bin happy, dann bin ich auch dafür bereit, 1.000 Euro zu bezahlen. Da ist eine Möglichkeit drin. Und er muss es ja auch nicht umsonst machen, aber er muss es gut machen. Und die Qualität von Rodney Smith habe ich sonst in der Welt noch nicht gesehen. Hm. Eben, die Frage, die liegt schon sehr lange hier rum, das ist jetzt nochmal ein ganzer weiter Weg zurück. Da waren sehr viele Leute interessiert mit Eons N. Ihr habt mal gesagt, ihr macht da so viel wie geht, ne? Also ist das jetzt alles? Und wie sieht es mit dem Legacy aus? Das war auch eine Frage. Also mein Plan ist, alles zu machen. Mhm. Und zwar ausnahmslos alles. Den Plan habe ich, weil ich dann selber ja Spieler bin und mich ärgere, wenn ich etwas kaufe und weiß, es gibt noch mehr und es kommt dann nicht mehr. Da bin ich einfach auch selber persönlich Spieler. Das sehen jetzt die Zuschauer nicht, weil hinter mir jetzt gerade nur eine mehrere weiße Wand ist. Hätte ich mir auf die andere Seite gesehen, hätten sie halt auch schöne Regalwand gesehen mit weiß ich nicht wie vielen Spielen. Ich bin hier umgeben auch von Spieleschachteln vor den Regalen und im Keller sind auch noch welche. Es ist, weiß ich nicht, die 3.000, 4.000 Spiele sind hier schon. Für mich ist es so eins, das Eons End, ich habe es gekauft, ich habe gespielt, habe festgestellt, boah, ist gut. Meine Frau, die findet Deckbauspiele total dämlich, Dominion hasst sie, aber sie liebt kooperative Spiele und bei Eons End hat sie richtig gefasst, hat gesagt, geil und so und wir haben es durchgespielt. Wir haben die Erweiterung durchgespielt, wir haben die zweite Box durchgespielt, wir haben die Erweiterung durchgespielt, wir haben uns das Legacy genommen, wir haben es durchgespielt. Inzwischen haben wir alle Boxen durchgespielt, wirklich alle, weil wir nicht aufhören konnten, weil wir die alle total cool fanden. Ich will sie in derselben Reihenfolge rausbringen. Es gab Leute, die haben gesagt so, bring doch zuerst das Legacy. Es gibt zwei gute Gründe, nicht zuerst das Legacy zu bringen. Der erste ist der Preis.
So eine Legacy-Kiste in der Konfektion, in allem drum und dran, ist teurer. Du willst nicht mit dem teuersten Spiel anfangen. Dann sagen die Leute so, nee, ist mir zu teuer, komme ich gleich erstmal ins Englische irgendwas. Die wollen das Spiel kennenlernen. Der zweite Grund ist, du musst Entscheidungen treffen, auch wenn du mit einem kleineren Setting, einem kleinen Regelwerk anfängst. Du musst Entscheidungen treffen, die du besser durchschauen und erklären kannst. Also du kannst Entscheidungen besser treffen, wenn du weißt, warum du sie triffst. Und die kannst du besser treffen, wenn du die ersten Kisten gespielt hast. Wenn du mit Legacy anfängst, wirst du wahrscheinlich vielleicht Entscheidungen treffen, wo du dich ärgerst und sagst so, hätte ich das mal vorher gewusst. Mhm. Kann natürlich immer passieren. Aber ich glaube, aus diesen beiden Gründen ist es nicht sinnvoll, mit dem Legacy anzufangen. Aber ja, ich will alles machen, auch das Legacy, auch das Eternal War, auch das, was auch immer das die vierte Kiste war, und auch das Outcast, das Neue, das jetzt gerade auf Kickstarter ist, auch das will ich auf Deutsch bringen. Aber damit ich das bringen kann, brauche ich einfach auch die Leute, die sagen, geil, dass du das auf Deutsch bringst, ich bin da voll, ich supporte das, mach das. Hm. Sehr cool. Apps. Ich weiß, Aeons End gibt es auch als App. Irgendjemand meinte ja mal, ja, die Apps kann man zu Spielen machen, aber eigentlich lohnt sich das nicht. Hast du da Erfahrung? Würde ich jetzt unterschreiben. Hm. Also, das ist, es gibt, sage ich mal so, es gibt zwei Sorten von Brettspiel-Apps, die man machen kann. Du kannst die machen, wo du dann sagen kannst, ich spiele jetzt gegen ganz viel KI und spiele einfach nur, weil ich das Spiel trotzdem spielen möchte, und dann spiele ich alleine halt gegen irgendwelche Computergegner. Und es gibt die ich einfach mit anderen Leuten spielen will, aber die leider gerade unterwegs sind, eine Reise haben oder ähnlichen Kram oder auf Arbeit sind oder so, die kann ich dann über die App auch spielen, ohne dass es ein Problem ist. Da gibt es eine ganz, ganz hervorragende Umsetzung hier von Carcassonne, die jetzt ja leider eingestellt wird. Ich glaube, die kann man sich jetzt nicht mehr im iOS Store holen. Das ist die beste Brettspiel-App ever, beziehungsweise es war die beste Brettspiel-App ever. Die ist wirklich so grandios, da habe ich einen schönen Solo-Modus drin, aber ich kann auch wirklich, ich mache meinen Zug, ich speck das Ding weg und wenn ich abends nochmal gucke, ah ja, er hat seinen Zug gemacht, jetzt kann ich wieder meinen Zug machen. Super. Gegen die KI, da muss die KI gut sein. Also Terraforming Mars zum Beispiel, ich war jetzt, vor zwei Wochen war ich im Krankenhaus, da habe ich dann mir ein paar Apps wieder runtergeladen, damit ich auch da was spielen kann, weil der Krankenhaustisch, der war ein bisschen zu klein für das, was ich als Solospiel vielleicht sonst gerne gespielt hätte. Und ich habe mich so geärgert, dann nimmst du dir drei KI-Gegner auf größter Schwierigkeit und dann gewinnst du 120 zu 70 zu 60 zu 50. Das ist keine KI, das ist keine schwere KI. Eine gute KI zu machen, es gibt Leute, die sagen, das ist schwer, und es gibt Leute, die sagen, ja, ich kann eine gute KI machen, aber dann kannst du sie nicht schlagen. Ich bin der Meinung, wer eine App machen will und sage, ihr anbieten, der muss das alles bedienen können. Die Patchwork-App zum Beispiel ist auch eine grandiose App. Die hat wirklich eine KI, der ist eine einfache, daran kann ich das Spiel lernen, den schlage ich irgendwann. Und irgendwann kommst du an den Punkt, da sagst du, eigentlich ist das alles viel zu einfach, dann nimmst du die Uwe-KI und dann macht der dich wirklich fertig. Und dann merkst du, da ist noch mehr in dem Spiel drin. Da hast du wiederum das Problem, irgendwann willst du dich nicht mehr an den Tisch setzen, weil dann spielst du mit Otto Normalbraucher, der nicht auf demselben Niveau ist, und dann spielst du den in Grund und Boden und dann ist es für den anderen auch langweilig. Ja, absolut. Aber ansonsten, ich brauche persönlich keine Brettspiel-Apps, weder als Ergänzung noch als irgendwas, aber ich freue mich natürlich trotzdem für jeden, der sie dann hat. Formulieren wir es so. So, was glaubst du, wie sich der ganze Markt so entwickeln wird? Jetzt Glaskugel. Glaskugel? Oh, die ist ganz schön milchig. Ja, versuchen wir es mal. In welche Richtung meinst du? Allgemein, Brettspielmarkt, also jetzt nicht groß vielleicht irgendwas kommt oder so, sondern ich habe das Gefühl, Kickstarter hat einen großen Einfluss. Es kommen immer mehr Leute, die auch eher so Gamer sind, ne? Nicht so die Familienspieler. Also viele, die früher Computerspiele gespielt haben, jetzt wieder in das Alter kommen, so wie wir alle gerade sind. Also ich kenne das ja auch bei meinen Zuschauern, so von dem Schnitt. Die liegen alle so zwischen 30 und 50, ne? Das sind typische Leute. Und ich merke, ich habe letztens, mega witzig, kam ein Paket, lag bei mir im Flur, Fantasy-Welt. Also, darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, aber egal. So, und ich so, oh Gott, was habe ich denn da bestellt? Meine Frau so, nee, das ist nicht für dich, das ist für unseren Nachbarn. Ich so, oh, verdächtig, ne? Ich wohne seit 3 Jahren hier, ich habe noch nie so viel mit dem geredet. Ich dem das Paket vorbeigebracht, und was ist drin? Der so, ja, hier das Neue, da, bla. Ich so, ja, hier das. Der so, nee, guck rein. Ach komm, wir gucken rein, ne? So, festgestellt, der so, ja, komm um die Ecke, ne? Mega Bettspray-Regal, der wohnt seit 3 Jahren über mir. Wir haben nicht festgestellt, dass wir beide Boardgamer sind. So, demnächst Freitag zocken wir, ne? Das heißt, überall sind die Leute, es wird immer beliebter, und auch wenn man jetzt so
ne, erzählt, ja, ich mache hier YouTube, Brettspiele, ja, also offener sind die alle. Mittlerweile schicken mir Leute einfach Bilder, wie sie plötzlich Spiele spielen, nur weil sie sagen, guck mal, ich spiele jetzt auch, ne? Voll cool, oder? Und ich habe das Gefühl, es kommt immer mehr wieder an, auch in der Mitte. Und vor allem halt auch die eher Gamer-Games, sage ich mal, ne? Die größeren Dinger, wo Kickstarter geholfen hat. Wird das mehr? Also ich versuche mal den Begriff Mitte zu vermeiden. Hm. Der ist jetzt gerade aktuell ja, politisch verbrannt. Verbrannt, ja. Ich sag mal so, ich hole mal wieder aus. Ich muss ja da mal kurz ausholen. Ich habe als OP-Manager bei Upper Deck, OP ist ja effektiv auch ja eine Form von Marketing. Also Organized Play, für die es nicht kennen. Genau, Organized Play. Das ist organisiertes Spielen. Ich habe es immer verglichen mit organisierter Kriminalität. Gefühlt erscheint es auch manchen Eltern immer so. Aber was man eigentlich macht, ist, man holt die Leute da ab, wo es das Marketing hingebracht hat. Wir hatten in unserer Firma, wir hatten immer die sogenannte Spielerpyramide. Mhm. Pyramide deswegen, weil du hast unten hast du den Bodensatz. Das sind Leute, denen gibst du eine Demo, denen erklärst du das Spiel und von denen gehen ungefähr 30% in die nächste Stufe der Pyramide hoch. Der Rest rutscht hinten wieder raus und die Aufgabe des Marketings ist es, von der anderen Seite wieder Leute reinzuschieben und denen wieder Demos zu geben. So ein Funnel. Das war für Marketing was wichtig. Wo geben wir Demos? Wie viele Demos geben wir? Wie gut waren die Demos? Etc. Für Organized Play war das so absolut nie unsere Baustelle. Unsere Baustelle war es, die gesagt haben, geil, ich spiele das jetzt, abzuholen und zu sagen, hier kannst du spielen, hier kannst du Leute kennenlernen. Nächste Stufe, du spielst schon regelmäßig. Hier gibt es jetzt eine Ladenmeisterschaft. Nächste Stufe, hey, du hast eine Ladenmeisterschaft gewonnen. Hier gibt es eine Regionalmeisterschaft und so weiter. Bis hoch zu den Leuten, die sagen, ich spiele das auf dem Niveau, ich will die Weltmeisterschaft gewinnen. Das war die sogenannte Organized Play Pyramide. Mhm. Und bei den Brettspielen ist es nicht anders. Du hast die Leute, die gehen auf so eine Veranstaltung, die essen, gucken sich das an, schauen sich das 2 Stunden lang an, sind völlig geschafft, gehen wieder, haben vielleicht ein Spiel gekauft, vielleicht auch nicht. Das ist unten der Bodensatz. Da kommt was rein, da geht was raus. Aber es gibt Leute, die bleiben hängen, die stellen fest, boah, ist das ein geiles Spiel. Die haben vielleicht über Carcassonne oder über Catan oder über Zug um Zug oder über, von mir aus auch Codenames, die haben über diese Spiele einfach Zugang gefunden, haben vielleicht irgendwelche Freunde gefunden und spielen jetzt öfter. Die sind da auf dieser Ebene, die spielen mit ihren Freunden. Irgendwann fangen sie an, nicht nur mit ihren Freunden zu spielen, sondern sie gehen auch zu irgendwelchen Veranstaltungen. Die gehen dann nach Ratingen, nach Duisburg, nach Herne, die fahren vielleicht dann nach Essen oder sie fahren auch mal durch das halbe Land nach Berlin. Also die gehen dann zu diesen Veranstaltungen. Irgendwann gehen sie einen weiter, dann fangen sie an, selber Sachen zu veranstalten und so weiter. Das ist auch so eine Form Spielerpyramide. Und diese Spielerpyramide geht es gut, wenn sie dann wirklich Pyramidenstruktur hat. Wenn die untere Schicht zu groß ist, dann macht Marketing zu viel und das wird nicht abgeholt. Wenn die untere Schicht zu klein ist, dann macht Marketing zu wenig und die Leute oben, die würden dann langsam schrumpfen. Wir haben momentan den Punkt, wo ich glaube, die Pyramide ist gut aufgestellt. Wir wachsen, die Messen wachsen, wir kriegen immer mehr Leute rein und auch mit den mehr Leuten, die reinkommen, merkt auch jeder so, was will ich denn eigentlich spielen? Wenn ich zu einem Spieletreff gehe, da sind wir nicht zu viert und dann spielen wir dieses Spiel. Wir sind auch nicht zu 8 und dann entscheide ich, ob ich das oder das spielen will, sondern wir sind zu 40 und ich kann entscheiden, mit wem ich und was ich spielen will und kann tatsächlich meinen eigenen Geschmack entwickeln. Und damit kommt natürlich auch immer mehr Leute zusammen, die sagen, jetzt will ich aber auch ein Gamerspiel spielen. Warum spielen die denn immer dieses Terraforming was? Warum spielen sie da immer dieses Marco Polo? Das will ich auch mal spielen. Was ist denn daran cool? Ist das ein Spiel für mich oder will ich lieber bei meinem Catan bleiben? Das können sie dann erfahren. Sie können damit in Kontakt kommen. Sie lernen aber auch Menschen kennen, mit die sowas gerne spielen, obwohl sie es dann vielleicht selber nicht spielen oder umgekehrt. Und man hat dann trotzdem Austausch. Und vielleicht findet man irgendwelche Spiele auf der mittleren Ebene. Dann spielt man vielleicht ein Village oder ein Istanbul, was dazwischen liegt, wo man dann aber trotzdem zusammenkommt. Und da ist eine Menge passiert in den letzten, sage ich jetzt mal, 10 Jahren, was dafür gesorgt hat, dass diese Pyramide anwächst. Und wo ich glaube, ich sage, also jeder, der jetzt auch draußen ist und sagt so, naja, das ist eine Blase, das wird platzen, eine Blase zeichnet sich dadurch aus, dass diese Pyramide nicht glatt ist. Dadurch, dass du entweder unten oder oben zu viel Luft hast, hast du nicht. Ich sehe das, weil das organisch wächst. Es wachsen vielleicht mehr Verlage mit, da werden welche verschwinden. Das ist in Ordnung. Aber die Spielerschaft ist da. Die wächst heran. Und zwar auf einem sehr gesunden Niveau.
Deswegen bin ich da ganz entspannt und sage, geil, ja, es werden immer mehr. Glaube ich auch. Du hast eben Essen erwähnt. Da wollte ich auch mal kurz drüber reden, weil du beim Chris vom Victoria Pater gesagt hast, Essen, da war wieder das Thema mit Kasse geklaut. Und du meinst, oh Gott, wenn mir an einem Tag die Kasse geklaut wird, dann kann ich wahrscheinlich bankrott machen. Wie wichtig ist Essen für die Verlage? Ja, hängt vom Verlag ab, sage ich jetzt mal. Also ich meine, ein Hasbro kann es sich leisten zu sagen, ich bin einfach mal 2 Jahre lang nicht in Essen, ist es auch egal. Ein Ravensburger kann sich in Essen hinstellen und sagen, ich verkaufe auch nichts, ist Schnuppe. Ein Kosmos kann da seine Demos machen, es gibt dann Leute, das ist ja diese berühmten Leute mit den T-Shirts, wo drauf steht, nein, dieser Sitzplatz wird nicht frei. Die sind bei Kosmos groß geworden, weil Kosmos der erste große Verlag war, der gesagt hat, wir stellen hier Tische hin, die Leute holen sich die Spiele, setzen sich dann dahin. Und die haben dann einfach mal an einem Tag das gesamte Kosmos-Programm durchgespielt oder im Notfall am zweiten Tag auch noch, weil es ja genug Neuheiten gab. Die sind nicht darauf angewiesen. Also diese großen Verlage, die können auch ohne Essen. Die sind natürlich trotzdem da, weil sie sagen, auch wir müssen wahrgenommen werden. Auch wir haben jetzt vielleicht mal was anderes und wollen noch eine andere Zielgruppe erreichen. Aber für die ist Essen nicht lebensnotwendig. Für die kleinen Verlage ist das manchmal die einzige Möglichkeit. Aber auch da sind sie die Nadel im Heuhaufen. Mhm. Wenn man sieht, okay, da sind jetzt 1000 Verlage in Essen aus über 50 Ländern und ich habe einen Stand in Halle 4 oder 5, letzte Ecke, 10 Quadratmeter, wer soll mich da wahrnehmen? Da kommt hoffentlich jemand vorbei. Da hat die Messe eine Menge getan, dass das auch einfacher wird, dass nicht mehr jeder Verlag sagt, ich muss unbedingt in Halle 3 oder 1 sein, damit ich auch wahrgenommen werde, sondern dass sie auch zum Beispiel dieser zusätzliche Eingang in Halle 8, dass das auch die Möglichkeit eröffnet hat zu sagen, auch da kommen Besucherströme, auch da kann mich jemand sehen. Alle werden mich eh nicht sehen. Es gibt auch niemanden, der schafft, durch alle Gänge zu gehen. Da kannst du auch nichts sehen in der Zeit. Aufgrund der Masse und so. Aber du kannst einfach von genug Leuten wahrgenommen werden. Und deswegen ist Essen einfach verdammt, verdammt, verdammt wichtig. Und Essen ist tatsächlich weltweit die größte Messe dieser Art. GenCon hat vielleicht seine 60.000 Unique-Besucher, an dem sie ein Cap machen, weil sie nicht mehr reinlassen können. Das dann umgerechnet auf Essen. Also Essen zählt ja jede Leute, die reinkommen pro Tag. GenCon zählt so die Unique-Leute, die, weißt du, wenn jemand in Essen 4 Tage ist, dann sind es effektiv 4 Besucher. Mhm. Aber das kannst du so nicht zählen, weil es Leute gibt, die kommen wirklich nur an einem Tag, die sind nur 2 Stunden da. Also diese 200.000, die Essen hat, das sind wahrscheinlich trotzdem so, sag ich mal, 70, 80, 90, 100.000 verschiedene Personen. Die 60.000 in der GenCon, das sind dann theoretisch, wenn du es andersrum rechnest, aber 240.000 Personen. Wie du das rechnest, ist egal. Aber auf der GenCon ist der Brettspielbereich tatsächlich, auch wenn er gewachsen und gewachsen und gewachsen ist, ist der tatsächlich, sage ich mal, nur der kleine Teil. Großer Teil der GenCon macht immer der Rollenspielkram aus und die ganzen anderen Veranstaltungen und irgendwelche Panels. Das ist eine ganz andere Art von Veranstaltung. Und da ist auch nicht so das Entscheidende, aber für kleine Verlage, also ich sag mal so, wenn ich einen Stand habe in Essen, und ich meine, das sind ja keine Geheimnisse, ein 10 Quadratmeter Stand in Essen kostet ein Kleinverlag knapp 1.000 Euro. Da hat er nackte Wände. Wenn er jetzt da noch ein bisschen Branding dran packen will, dass er noch sieht, welcher Verlag ist das hier, will ein paar Poster, ein paar Banner, irgendwas machen, kannst du schon ein paar Hunderter draufrechnen. Dann will er vielleicht noch einen Teppich auslegen, damit es nicht scheiße aussieht. Aber vielleicht lässt er es auch, das kostet halt Geld. Dann muss er da noch Tische und Stühle hinstellen, kostet Geld. Dann muss er noch Personal haben, das er erklärt, kostet Geld. Ewig versiehst du, aus den 1.000, 2.000 Euro geworden. Und die musst du jetzt erstmal wieder verdienen. Und ja, du verkaufst die Spiele direkt, du hast eine größere Marge, aber das, was du dann zusätzlich an Marge machst, verpufft an Kosten für den Stand. Und wenn dein Stand größer wird, zahlst du mehr für den Stand und dann zahlst du auch dieses, jenes, sonstiges mehr. Und ehe du dich versiehst, musst du auch mehr Spiele verkaufen, damit sich das wieder rentiert. Und wenn ich Essen weglassen würde, könnte ich wahrscheinlich genauso übers Jahr leben. Ich hätte halt den Marketing-Effekt an der Stelle nicht. Das ist an der Stelle noch relativ günstiges Marketing, weil ich durch den Direktverkauf das wieder auffedern kann. Wenn ich aber sage, ich gehe nach Essen und ich verkaufe und dann wird die Kasse geklaut, dann kann das ein Loch reinreißen, locker von 10, 15, 20.000 Euro. Und davon sich zu erholen als kleiner Verlag, das ist schwer, das ist unmöglich. Thema war heute eigene Verlage. Anni, warte mal, gerade Essen noch. Ich habe das auch schon mal gefragt gehabt. Ich habe das Gefühl, bei Ständen, wenn man noch das mit anderen Messen vergleicht, das ist so die einzige Chance für mich als Besucher herauszufinden, ob ein Spiel was für mich ist oder nicht, ist, ich muss einen Tisch kriegen und das ausprobieren. Und ich frage mich immer, nur ganz wenige Verlage machen da irgendwie ein bisschen mehr. Also wieso schaffen es die Verlage nicht, irgendwie für jeden, der da vorbeigeht,
das irgendwie visuell hinzubekommen, dass man einen Eindruck bekommt, worum geht es in dem Spiel, was ist der USP, ist das was für mich oder nicht? Und ich habe immer Gefühl, ich gehe da vorbei, ich sehe nur Banner, wo einfach nur ein Spieltitel steht und ich habe keinen Anhaltspunkt, ob das Spiel was für mich ist oder nicht. Wieso passiert das nicht? Da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, dass die meisten Verlage, denen fehlt das Marketing-Know-how. Ja. Ein Repost hat das jahrelang immer so gemacht. Wir haben ein Konzept rausgebracht, sie haben eine große Wand mit den ganzen Symbolen hingehauen, da war einer, der hat das erklärt. Die haben ein Just One rausgebracht, die haben ein großes Spiel hingestellt und die Leute haben das mit irgendwelchen riesen Dingern gespielt. Es gibt Verlage, die können das und es gibt viele Verlage, die können das nicht, weil das schwer ist. Wir hatten das bei, als ich Undercover gemacht hatte, das war Essen 2016, hatten wir das tatsächlich so gemacht, der Autor hat sich hingestellt, braucht man auch wieder Personal für, der hat das auf einem Flipchart, der ist ja magnetisch, hat das Spiel in groß selber gebastelt mit Magneten drin, hat es dort erklärt, das hat verdammt gut geholfen, das Spiel zu verkaufen und ohne hätte ich bestimmt einen Bruchteil davon verkauft. Aber, und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, es reicht nicht, dass du diese Kosten auch irgendwo wieder auffängst. Du kannst dann einfach, es kann halt einfach passieren, dass du nach der Messe dann trotzdem nicht ausreichend stark drin warst, dass du einfach dann hinten runterfällst und dann hast du zusätzliche Ausgaben gehabt oder du hast halt vorher nicht dran gedacht und dann ärgerst du dich, dass du diese zusätzlichen Ausgaben hattest. Es ist alles nicht so schlecht wie ein Lotteriespiel. Mhm. Aber ja, Großspiele, so Sachen, wo die Leute das sehen können, ohne dass sie sich hinsetzen müssen, was viel Platz spart, immer eine tolle Sache, kostet aber auch Zeit und Mühe. Mhm. So, Aufruf an den Chat. Also allzu lang machen wir nicht mehr. Wir haben ja sowieso schon wieder völlig drüber, aber heute war das klar. Die Stunde schon rum? Ja, schon lange. Matthias, war ja klar. Also eben war die Frage, ja, es kommt kein zweiter heute, weil mir klar war, das hätte keine Luft mehr gehabt irgendwo. Deswegen, wenn ihr noch Fragen habt, haut die in den Chat. Ich wollte jetzt nochmal so für mich, was ich sehr spannend finde, ist, ich würde mal behaupten, wenn man sagt, okay, Verlag könnte vielleicht für mich interessant sein, dann ist ein Weg dorthin vielleicht auch mal Redakteursarbeit. Also ich glaube, das ist so eine ganz gute Grundlage einfach, um da absetzen zu können. Oder es wäre ein super Fundament einfach für, sagen wir mal, ich mache einen eigenen Verlag. Würdest du das erstmal so unterstreichen? Ja. Also ja, natürlich. Also wenn du redakteursmäßig was lernst, hast du auf jeden Fall eher ein Gefühl dafür, worauf muss man achten. Mhm. Und es gibt die Redakteure, die tatsächlich da auch auf der Pike was lernen und tatsächlich ein Gefühl dafür entwickeln, was man machen muss. Der Punkt ist, wo kannst du lernen, Redakteur zu sein? Mhm. Weil das kannst du nicht einfach nur okay, ich mache jetzt einfach mal und irgendjemand guckt dann drüber, was ich gemacht habe, sondern du brauchst auch jemanden, der dich anlernt. Das ist, die meisten, die das als Volontariat lernen, die lernen das halt wirklich auch in größeren Verlagen. Und wenn du bei einem Ravensburger oder einem Schmidt ein Volontariat beginnst, dann lernst du auch mit ganz, ganz anderen Spielen zu arbeiten, und ganz, ganz anderen Blick auf Spiele zu haben, als wenn du es jetzt zum Beispiel bei dem Pegasus oder Asmodee machen würdest. Ich weiß nicht, ich glaube, Asmodee hat keine Volontäre, aber also sagen wir mal Feuerland. Wenn du bei Feuerland ein Volontariat anfangen würdest, würdest du ganz andere Sachen kennenlernen, als es halt bei einem Kosmos wäre. Und das eine ist nicht wertiger als das andere, aber es ist was anderes. Und wenn du jetzt sagst, du willst einen eigenen Verlag machen und du willst das irgendwo lernen, dann musst du damit einplanen, damit du da was Sinnvolles lernst. Du brauchst Minimum auch 3 Jahre, um da das zu lernen, was man da als Grundrüstwerkzeug machen muss. Was bedeutet es, Sachen anzugehen? Wie bastle ich Sachen sinnvoll? Wann treffe ich die Entscheidung, dass ich dieses oder jenes mache? Wie rede ich mit Druckereien? Wo muss ich darauf achten? Zum Beispiel zu sagen, das Spiel hat 111 Karten, das ist dämlich. 110 passen auf einen Druckbogen. Mit 110 kann ich das Spiel produzieren, mit 111 ist es nicht bezahlbar. All solche Sachen, die muss man lernen, da muss man ein Gefühl für entwickeln. Das braucht halt seine Zeit. Und dann brauchst du halt einen Verlag, der bereit ist, dir das auch beizubringen. Und das tut er dann meistens halt für ein Volontariatgehalt von ein paar hundert Euro, sage ich mal jetzt, wenn du 800 oder 1000 Euro im Monat kriegst, kannst du dann auch glücklich sein. Hm. Ja. Gerade gesagt, so der Weg dahin ist lang. Wahrscheinlich auch mannigfaltig, also wie Leute dann in diesen Beruf da reinkommen. Ja. Ja. Mit was kann man so gehaltsmäßig rechnen? Wenn sage ich, boah, ich habe da Bock drauf und ich quäl mich da auch durch ein Volontariat, wobei ich als ITler sagen muss, das ist mir irgendwie komisch. Aber gut, so ist das halt, ne? Was sind üblicherweise so Leute, Berufe? Also von wo kommen die üblicherweise her, die das dann wirklich machen? Und wenn man dann irgendwie arbeitet, was sind so Gehaltsbänder, womit man rechnen kann? Also ich sag mal so, wir haben in Göttingen haben wir ja, da gibt es ja die Spielautorentrage.
da sind ganz viele Autoren und da sind natürlich auch ganz viele Redakteure, die sich die Prototypen angucken, weil das da man in relativ kurzer Zeit relativ viel sehen kann und auch gewinnen kann etc. Und das lohnt sich für viele Redakteure auch deswegen, weil wir die 2 Tage vor diesem Spielautorentreffen das Redakteursseminar haben, wo wir uns gemeinsam fortbilden. Also wir haben tatsächlich in Deutschland eine Fortbildungsveranstaltung, wo wir Redakteure uns gegenseitig helfen, besser zu werden. Das ist 2 Tage, das gibt es jetzt seit knapp 15 Jahren. Das hatte damals der André Mack von Ravensburger angefangen, zusammen, glaube ich, mit der Andrea Meyer. Inzwischen machen das der Christian Hildenbrand und ich. Und wir hatten letztes Jahr in Göttingen 50 Redakteure. Und von diesen 50 Redakteuren, kannst du sagen, waren da 40 verschiedene Berufe dabei. Da war ein Pädagoge, da war ein ITler, da war ein, der Christian zum Beispiel, der ist Veterinär. Du hast Leute, die haben bei McDonald's gelernt. Du hast Leute, die haben wirklich die skurrilsten anderen Sachen, die man sich gar nicht überlegen kann. Also da sind wirklich, wirklich ganz viele verschiedene Wege. Und ich erinnere mich daran, da war ich noch auf der Schule, da war ich auf der CeBIT und da habe ich mal so gefragt, so, welchen Fächer soll ich am sinnvollsten besuchen für ein sinnvolles Informatikstudium? Und dann meinte die Dame zu mir, sie hätte Theologie studiert. Es ist scheißegal, was ich nehme. Und das hat sich bei meinem Kopf auch eingebrannt. Es ist, ich sag mal so, es ist völlig egal, aus welche Richtung Leute kommen. Sie müssen die Liebe dafür haben und den Lust darauf und wirklich das Herzblut reinstecken. Und Herzblut ist das, wovon man auch am meisten bezahlt wird, weil die Gehälter sind nicht riesig. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt die großen Verlage zahlen oder so. Aber ich würde mal sagen, rechnet nicht damit, dass ihr irgendwie auf ein Gehalt kommt, wo, also als ITler verdienst du schon mal auf jeden Fall mehr. Also ich glaube, wenn du da deine 25.000 bis 30.000 verdienst, kannst du glücklich sein. Mhm. Ja. Ist das vielleicht auch so ein Problem, wie wir das aus der Videospielindustrie kennen? Viele machen das so aus Liebe, werden dann eher ausgebeutet in dem ganzen Business. Ja, ausbeuten ist immer so eine Sache. Also ich sag mal so, ich mache wahrscheinlich auch mehr, als eine 40-Stunden-Woche hergeben würde. Aber der Punkt ist, ich mache es ja nicht, um mich selber auszubeuten, sondern ich versuche davon zu leben und Spaß zu haben. Mhm. Und wenn ich Spaß habe, ist es mir egal, wie viel Zeit ich darin investiere. Meine Frau sieht das natürlich wieder anders. Aber wenn ich einen Job mache und zu sagen, das ist meine Arbeit wert, aber ich möchte, dass sie jemand entlohnt, dann habe ich einen anderen Einsatz als, ey, ich habe total geil, ich mache den Job, der mir Spaß macht und ich kriege sogar Geld dafür. Mhm. Das ist, also diesen Unterschied muss man sich bewusst machen. Und da kann man mit ganz anderen Sachen dann arbeiten und diese Freude sollte man sich nicht nehmen lassen, weil das ist glaube ich das Wichtigste, dass man tatsächlich auch Bock drauf hat. Sehr schön. So, so die spannendste Frage zum Schluss. Dein Lieblingsspiel oder aktuelle heiße Spiele, die du spielst? Ich spiele ja gar nicht so viel. also es gibt ein paar Spiele, die ich noch gerne kennenlernen würde. Mhm. Was mir momentan am meisten Bock macht, also wenn ich mich jetzt hinsetzen müsste und sage, komm, bitte lass uns das spielen, wäre jetzt wahrscheinlich Gandhi, ein Coin. Und wenn ich jetzt mal, sage ich jetzt mal so in die Standard-Euro-Ecke gehen würde, wäre das Res Arcana. Mhm. Da bin ich ja total begeistert von. Das holt mich als Kartenspieler ab, als alter Magic-Spieler, als alter Yu-Gi-Oh!-Organisator. Da ist so viel drin in diesem kleinen Spiel. Das könnte ich stundenlang spielen, da habe ich totale Freude dran. Und als Koop-Spieler natürlich die Crew. Das ist für mich das Highlight. Also ich sage jetzt mal, ich glaube, die Jury macht was falsch, wenn sie es nicht auf ein Nominierungstreppchen legt. Also da gehört die Crew hin. Und in meinen Augen gehört auch Res Arcana dahin, aber da kann ich auch falsch liegen bei Res Arcana. Aber das sind so die 2 Spiele, jetzt sage ich jetzt mal auf dem aktuellen Jahrgang, wo ich sage, boah, geil, bin ich immer dafür zu haben. Mhm. Ansonsten, Spiele dürfen gerne lang sein. Ich habe kein Problem damit, Churchill über 10 Dinger zu spielen, dann dauert es halt 10 Stunden, kann ich mit leben. Ich habe auch kein Problem damit, ein Spirit Island zu 4 zu spielen und gerne noch eine 2. und 3. Partie hinterher. Ich habe auch kein Problem damit zu sagen, komm, wir spielen mal eine ganze Zombie-Side-Kampagne an einem Tag durch oder an einem Wochenende. Und auf welches Spiel freust du dich dieses Jahr am meisten? Was da noch so kommt? Das würde ja bedeuten, dass ich weiß, was da kommt. Ja, vielleicht kannst du schon mal was ankündigen, was vielleicht am Montag angekündigt wird. danke für die Brücke. Mein Gott, da war ich ja zu doof. So spät guckt sowieso keiner mehr zu. Ach so, ja, ach so. Ich weiß ja nicht, wie viel da zugucken. Aber
Ja, genau. Am Montag kommt bei uns die nächste Pressemitteilung. Wir kündigen an The March of Progress und The Ming Voyages. Das sagt jetzt den Leuten überhaupt nichts. Das ist von Surprise Games, unserem Partner in Großbritannien, ehemals EU. Sie sind auch traurig darüber. Mhm. Von denen habe ich letztes Jahr das Lux Eterna gemacht und im Jahr davor den Vetternkrieg. Und in so einer kleinen Schachtel kommen zwei kleine Spiele. March of Progress ist so, sage ich jetzt mal, ein Mini-Wargame. Zwei Spieler, wir haben verschiedene Szenarien tatsächlich auch in verschiedenen Zeiten angeordnet. Und Ming Voyages ist für ein bis zwei Spieler asymmetrisch, wo es um Handel im alten China geht. Mhm. Brexit, hat das Einfluss auf die Brettspielszene? Ja, ganz eindeutig ja. Also die Frage ist natürlich, wie viel Einfluss man nimmt. Wenn du jetzt den typischen deutschen Markt betrachtest, nö. Für viele Leute, die jetzt, sage ich, Sachen aus Amerika holen, gerade im Wargame-Bereich, GMT hat natürlich seinen Hub, über den er Sachen verschickt in Großbritannien. Viele Kickstarter, die ihre Fulfillment für Europa machen, machen dies über Großbritannien. Mhm. Das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Das funktioniert jetzt noch, auch wenn der Brexit schon durch ist, weil bestimmte Verträge auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres laufen. Aber das ändert sich in dem Moment, wo das halt Ende des Jahres abgelaufen ist, und die suchen natürlich nach neuen Sachen. Und einige von diesen Fulfillment, die haben jetzt ein zusätzliches Büro in Frankreich oder Polen eröffnet, um von dort aus zu versenden. Und ich gehe davon aus, also es hat halt Einfluss, aber alle, die an dem Einfluss irgendwas spüren, versuchen das natürlich abzufedern, dass der normale Kunde davon nichts merkt. Mhm. Alles klar. So, ich würde sagen, wir sind durch. Es sei denn, du hast jetzt noch so, ach Mensch, das wollte ich eigentlich noch loswerden, aber warum fragt er mich das nicht? ehrlich gesagt, nee, eigentlich nicht. Also ich könnte jetzt noch weiterreden. Ich weiß nicht, hat der Chat vielleicht noch Fragen oder so? Ansonsten... ja, habe ich eben in die Runde geworfen. Aber irgendwann ist halt auch gut, sonst guckt es halt keiner mehr, ne? Ach, ich sag mal so, ich weiß nicht, wie das bei YouTube ist, bei Podcasts ist es so, wenn die Sendung 3 Stunden lang ist, dann höre ich sie halt stückweise. Mhm. Ich kann ja jederzeit Pause machen und ein anderes Mal weitergucken. Das wird bei YouTube ja bestimmt auch gehen. Da gibt es auch eine Pause-Taste. Dann lasse ich da den Tab offen, dann gucke ich es am Abend weiter oder so. Ist überhaupt kein Problem. Aber natürlich, klar, die Leute wollen jetzt auch ins Bett, verstehe ich. Oder sie ärgern sich, dass sie jetzt schon mir so lange zuhören mussten und nicht in der Zwischenzeit was spielen können. Dann tut es mir leid. Aber vielleicht habt ihr auch irgendwas spielen können, während ihr mir zugehört habt. Von da aus gesehen würde ich einfach sagen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ich hoffe, dass der Chat auch Freude dran hatte, beziehungsweise die Zuschauer. Und ansonsten, wie haben die das damals von dieser einen dreiköpfigen deutschen Band, Titty Twister oder sowas, gesagt? Schreibt's in die Kommentare. Ja. Und dann würde ich auch sagen, also wenn euch noch Fragen einfallen, Fragen offen sind, haut in die Kommentare, dann wiederholen wir das irgendwann mal. Ich denke mal, da wird noch was zusammenkommen. Matthias hat sowieso immer super viel zu erzählen. So, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, war mega unterhaltsam. Ja, also das Feedback ist hier gerade schon außerordentlich mit, wow, war richtig gut. Hat mir auch mega Spaß gemacht. So, ich danke an den Chat. Sorry für dieses Chaos dazwischendurch, das schneide ich einfach raus. So, ihr habt das ja alles mit durchbekommen. Das Chaos, bei mir war es schon geschnitten. Ja, ja. So, und dann danke an die neu ernannten Moderatoren, die das dann noch gehandelt haben. Ging ja alles wieder gut. Ich danke euch. Danke dir, Matthias. Macht's gut, bis bald. Ciao. Danke.